the crap because I'm recording it now. Whatever you say from here onwards will be posted to the internet and kept there for posterity. So welcome everybody to our 11th user group meeting of the Würzburg Lepi user group, the VULUG. We've managed yet again to get an awesome lineup. First and foremost, Danny joining in from the Netherlands, letting us in on how to go about using Python from LabVIEW. Manu will pick that up and show how to create nice charts and graphics from Python. Then we have other stuff as well, but let me try and bring up the few slides that I created. I'm going to share my screen now. Hope it works. And there you go. Awesome. So as I said, the 11th VULUG meeting is all about Python and then a little bit. The agenda we put together looks something like this. So we'll start with giving a quick status update on the open source project that we started in our last meeting. It's all about configuring or controlling NeoPixels from LabVIEW. NeoPixels are individually addressable RGB LEDs. So Julian will talk about that. Then, as I said, we'll have Danny on giving a hands-on about Python and LabVIEW. And that's the point when we switch from English to German. So I put here goodbye our international audience, although you're very welcome to keep listening in and maybe polishing your German skills or just looking at the nice pictures that you're going to see. Anyhow, after that, Manu will continue in German to talk about some more Python. Then we'll have Thomas introduce the desktop execution trace toolkit to us, sharing his experiences with maybe some chime in and talk about theirs, so we can talk a little bit about it too. And then at the end, we wanted to pick up the topic of NI certifications. We've mentioned them a few times in the past, but it never really got around to really look into details of them and what it's all about and how to do it, and maybe also share experiences on the actual exams you need to take, etc., how to prepare. So that's what we're looking forward to today. And I think with all that being said, organizational stuff to talk about. One thing is housekeeping. So the membership is handled via the NI forums. You can find the forums page through this short URL, bit.ly/VULUG. And we also got a mailing list, but I think that's only the second most important place to register. So the NI forums would be the place to be, to not miss out on news. On the NI forums, we have one thread for topic suggestions where we can discuss that. Currently, the discussion is in German, but we welcome any international foreign language posts as well. If they're in English, I can reply. But other than that, probably I won't understand anything, so try your luck. Same goes for the organizational stuff, where we discuss how the organization went for the previous meetings and where we can improve on that one. And one thing I wanted to mention, because this is going to be different from next time onwards, is event registration will only go through Eventbrite. So I will not share the meeting link anymore through the forums, but only through the Eventbrite registration emails. And that is because up until now, I've been collecting and managing the participants lists manually. But with the number of participants we had recently and we have today, I can't do that anymore. So as you all know, probably
participating in a WP user group meeting gives you points for the recertification if you're certified with an I. So either CLD or CLA. I'm not quite sure how it works with other certifications as to the participation in user group meetings. So for the embedded developer or for the test center certifications. But anyhow, if you participate in the user group meeting, you get awarded some points you can use for the recertification by points program. And from now on, I'm just going to send the event registration list to an I for that purpose. So I won't be handpicking that anymore. And for that reason, I need you to go through Eventbrite so your name pops up on the list. As to the participants, so the one thing that we immediately see now with the new system, if I just pick the numbers that I get from Eventbrite, they look huge. So we got, I don't know, 56 or 57 registrations. If I look at the number of participants, that's around about half that number. So we might be lying into our own pockets here, but it looks nice. So let's see how that develops. And that's it from my side regarding the housekeeping. So I'd like to hand over to Julian now to talk a little bit about the open source project that we started last time. So yeah, here goes. Great, and I'm going to share my screen. I didn't prepare so many slides, but anyway, I just wanted to give you a brief update. Or maybe I should just begin with what the project is about. Some of you have joined the last session where we already talked about that. But for those who didn't attend that that session, I would just give a short introduction. So why can't I? Oh, there I am. Do you hear me? Do you see my screen? Yes, he's nodding. Thank you. It's fine. We started on the left-hand side in our test bench where we have some controllers in a test rack with a blue illumination. And as we, as Siemens Energy, meanwhile, formerly Siemens AG, have another color, which you see up here. Now it's purple, like humble software engineering, more or less. And now, formerly, it was the Siemens Petrol, and everybody asked us, why, that's great, you illuminate your test racks, pretty fancy, but what about the color? What does blue mean? And during that time, I heard about the NeoPixel, which Jörg already mentioned, is an individually controllable LED stripe where you can address each LED in the stripe and give them a particular color defined in RGB. And I found that pretty interesting. And as I could imagine to integrate that in our test racks, but of course I can't tell my employer that I will work on that topic during my regular working hours. And so Jörg and I had the idea to make this an open source project and to work on that within the PLUG. And this is where we started last time. And meanwhile, we already did a lot of fancy stuff. We defined that I'm referring to the picture here, to the schematic, the lower part of the picture. We defined that we want to have some LabVIEW controller, which could be a PXI, which you see in the test rack up here. By the way, do you see my mouse? I'm not pretty sure. Yes. Which the LabVIEW controller can be a PXI. Which knows the status of, let's say, the machine, whatever the machine is.
And that controller can give some commands to our LED stripes. So our LED stripes are controlled by a Arduino microcontroller with an Ethernet shield. And we can have, as you see, several test tracks or several whatevers. During, for example, a test routine, we have different states of the test machine, and these could be represented with a different light scene. We started working on the hardware, and meanwhile, we already have most of the light scene already programmed within the Arduino, and have already have a draft how to control it via LabVIEW. And one of the scene you see here, for example, this could represent a loading procedure. At least that's what you see in the first part of the video. The machine is loading or something, and this could this should give you an idea what we want to reach with a VLAM lamp, we call it, which by the way stands for VLOG LabVIEW Arduino Multi LED Pixels. And in the next slide, for those who are interested in that topic, I would like to give some status update for you. As I already said, we are more or less ready with the hardware. We defined in the small group. Maybe I should give some words on that. Some of the VLOOG participants agreed and take part in the design process. And together we defined an architecture and particularly a nomenclature for the MQTT communication. We decided that the LabVIEW controller and the Arduino should communicate via MQTT. Moreover, all the light scenes we defined previously are completely programmed in the Arduino IDE. We already know how to configure the Arduino, for example, the number of LEDs per stripe, or the IP address, the MAC address. All these are some configuration parameters we need to, or the Arduino needs to know. We found a method how to configure that via an SD card and JSON files. And we already have a draft how to implement the MQTT side in LabVIEW, so that later on the controller controlling the test machine can send the commands via MQTT to the Arduinos. What is still open are the following points. MQTT needs to be implemented on the Arduino side. And of course, we still need a TQMH module and a test environment on the LabVIEW side. For those who are new in that topic, who didn't join in last time, and for those who are interested in joining in tomorrow, or Jörg, give me an update. I think it's it's not tomorrow, but it's we changed that. We haven't decided, but I cannot join tomorrow because I got another presentation to give tomorrow in the evening. So probably it will be on Thursday at 5:30 Central European Summer Time. Okay. So exactly this time in 48 hours. Pretty cool. So for those who
are interested to join in that development team, you're very welcome to do so, particularly, of course, in those topics which are still open, the MQTT on the Arduino and some DQMH and MQTT stuff on the LabVIEW side. Just let me or let Jörg know that you would like to join in. And I would like to show you some stuff from our repository, because maybe there are other ones who don't want to join in officially, but who want to read something about that or make a fork, for example, on that project, use the code for it if you like, or contribute on that open source project. So if you go on gitlab.com/vuluk/vulam, you'll land on the project page. And last time we already learned how to make a fork of that project. Pretty interesting. Here are already six forks started on that project. But I think I know all of them, so nothing new. Anyway, if you want to make a fork, you're welcome to do so using the function up here. And of course, you can look how we work together. We decided to use the GitLab issue tracker. I just opened the boards view, maybe. And here you can see what we already closed and what we are just working on. That didn't work yesterday. I took some on the work in progress swim lane. So here you can see what we are working on or what the issues are that are still open, maybe. And as I said, if you like, you can pick out one issue and work on that if you like. And then maybe if you would like to have some more information about what we're doing, the wiki contains some documentation about our project. Again, giving a system overview and some stuff about the hardware, the software, and how we communicate using MQTT. So that's it from my side. Maybe in my video you see the LEDs blinking and flashing. It's quite a funny project, and I'm really happy that we found some of you working with us. And I had the impression that some of them could already think about or already thought about an application in their, don't know, work environment or maybe even private. So obviously this is a project which is not only for our test bench. Cool, yeah. Thanks, Julian. Yeah. So you're welcome, Jörg, to to add anything if you like. I just wanted to say nothing more to add. You said it all. Other than the more the merrier. So don't ask what the community can do for you. Ask what you can do for the community, I guess. Join in and make LabVIEW great. So yeah, if you're kind of interested, just take a look at it and let us know. We'd be happy to have you on the VLAMP team. I think you didn't want to control my PC, but you wanted to have the Very cool. Let me see. What can I do? I better stop you. Okay. So
again, if there's any interest at all in this project here, just send us a message. You know where to find us. And with that being said, I think I can hand over to Danny now. Anything that I need to introduce you, other than Danny is based out of the Netherlands now, but you're from California, right? Yeah, true. Awesome. So you're working with VI Technologies now. I think the most prominent alliance partner in the Netherlands, probably. And besides doing great work in your day job, I guess you're also engaged with the community a lot. And thanks so much for taking time out of your day to share the Python with us. So please take the stage. Yeah, thanks for having me present and inviting me. And it's lovely to be here. Can you guys all see my screen? Yes. So I was going to talk to you guys today about integrating LabVIEW with Python, and this is basically an introduction to the Python node. I'm basically assuming that you know nothing about Python nodes, and I'm going to show you everything from a blank VM, from installing it, to how it handles all the basic data types. And by the end, you should be able to call some OpenCV and image computer vision image classification functions. So hopefully, hopefully you enjoy it. It's been, so far, I've given this talk quite a few times and it's been pretty popular. So thankfully we're recording it this time, so it'll be on YouTube. So like we've said many times, we're talking about combining Python and LabVIEW. So why would we want to use Python? I mean, God, it's a text-based programming language, how terrible. Well, there's so many libraries. By the way, I don't have any. But there's so many libraries available in Python. It's a huge community. You know, one of the great things about the LabVIEW community is its intimacy. And, you know, everybody is quite close with each other. We have a lot of friends in it. Everybody kind of knows each other. But the unfortunate downside is that there's just fewer people who are developing libraries that are open source and available to the public. It's becoming more and more, which is awesome. And especially with LabVIEW Community Edition, we're having more people contribute. But the reality is Python is one of the most commonly used languages in the world. And there's quite a bit of overlap in terms of the application space between LabVIEW and Python. So a lot of the libraries that are made in Python are really useful for the types of applications that we tend to develop in LabVIEW. For example, a lot of applications of machine learning, things like TensorFlow and image processing in OpenCV, these are really useful toolkits that are made in Python that are not available in LabVIEW unless you are using this, although maybe some will make a wrapper for it using the Python node, who knows. So there's tons of libraries. I mean, this is just a very small example. Another possibility could be that a coworker wrote an algorithm that you need in Python. Maybe the algorithm took them, years or months to make because sometimes they can be quite difficult. There's an XKCD comment here that's kind of explaining that. But I think this is a pretty common use case. You have an algorithm that someone wrote, it's in Python, you need to call it in your LabVIEW application. So how do we do that? I'm assuming that most of you guys are here because you already agree that Python is useful, so I don't need to spend too much time convincing you. So LabVIEW in 2018 decided to come up with the Python functions. These are the Python node functions, and they're super useful because you can directly call Python from within your LabVIEW development environment and your LabVIEW application. You can find them under the connectivity palette. There's Python, and then you can see there's these three little methods here. It's pretty simple. There's only three methods. The first one is opening a Python session. Input of which Python version you want to use. Currently, Python nodes only support LabVIEW, Python 2.7 and 3.6.
which if you're keeping up with the latest version of Python, I think they're at 3.9 now, I want to say. So it's a little bit behind. If you want LabVIEW to keep up to date with the latest version of Python, then you should add that to the Idea Exchange and give it a lot of kudos and stuff like that, because I think they have it on their plans that they want to keep up. People saying they, the more likely it is that they're actually going to do it. It passes out a reference then to the session that's been opened. So this is, you know, like any other open reference function in LabVIEW. You have this little reference out that you're going to pass around between your methods. Then you have a Python node that takes in that session in that you've opened. What I recommend is call this open Python session at the beginning of your application on startup, because this is actually the function that takes the longest to do. This is what's establishing your connection to your Python 32 or 64 DLL. Start this, cache that session out reference somewhere, and use it every time you're calling your Python node. So your Python node looks a lot like a DLL. It takes that session in, and then it's used to call a specific function that's in a Python module. So the module is that .py file that you have. And so within your .py file, you'll have a function that you have def whatever function name, and that's what you're going to be calling here. And then you can specify the first input here. When you first drop it on the block diagram, it'll just have this top part of it shown. You'll specify your return data type here. And then you can expand it down to add input parameters. And then when you want to get your output, you can use this. We'll talk about the different, most of this presentation will deal with what types of data types can you handle and how are they translated between Python and LabVIEW. Close Python session. Let's see. Do I have the chat here? Python 3.8 seems to work with LabVIEW 2020. Yeah, I think a lot of it works, but not every single function is officially supported unless they've decided to support 3.8 with 2020 officially, and I wasn't aware. But I know a lot of it's like, oh, it kind of works, but if you have a function that's a new function that was added to a newer version of Python that wasn't previously supported, then that new function might not work. So, close Python session does what you think it would do. It closes a Python session. So that closes your reference. You want to make sure you're calling this, especially, you know, memory leaks, so on. So what do you need? You need to have LabVIEW 2018 or newer installed on your computer. The newer versions, they're adding more features and they're adding fixing bugs and stuff. So, you know, of course, newer version is better. And you have to install Python 2.7 or 3.6. We have somebody saying that 3.8 seems to work. So maybe they are adding additional support for future versions, and hopefully they continue to do that. Make sure you add it to the system environmental variables. We're going to do that together. There's also an option in some of the Python installers to add it here, not all of them. But if you see that there, then you check that box and it's, you know, makes it easier on your stuff. A few things to keep in mind. Unfortunately, Python nodes are not supported on real-time or FPGA targets. So that's kind of a bummer, but just, you know, keep that in mind. If you want to call a Python class method, you need to implement a wrapper function. So that's if the method is class and it uses the classes, the Python class for that function, you need to make a wrapper function. There's a link here. We'll post this PowerPoint to the NI forum, I think, for this user group, so people should be able to access this and click on that and learn more about it if you want to find out. For functions that have optional arguments, so that's an input that would be optional, it's supported, but you need to have the required arguments first when you define your function, and then afterwards have the optional inputs. And the value of global variables in a Python module are retained between calls of Python nodes within the same session. So if you have a
method that modifies a global variable in your Python module. So that's not a LabVIEW global variable, but a variable that you've defined globally in your Python module. You can modify that variable between calls of different functions in your with Python nodes. The variable will retain its state between calls, as long as you're within the same Python session in LabVIEW. I think that is intuitive. But you do need to make sure that you're using the global declaration within the function, but that's standard in Python. This also has a link explaining that. Really cool addition in LabVIEW 2019 and newer is that you can use NumPy arrays. So if you're using NumPy, they have a different array format than just a standard list. And before, there's a lot of kind of funky things that you had to do in order to change arrays to lists or NumPy arrays to lists and vice versa. And so this just makes it a lot easier. There's a right click menu to change it from a NumPy array to a list or from a list to a NumPy array. By default, it's a list. And then there was somebody had added to the idea exchange and showing that they do sometimes integrate your ideas in the idea exchange, that they wanted to be able to view the console, so the like the command line view for the Python console. They wanted to be able to view that while they were running a Python node, and they added that as a feature. So if you add to your LabVIEW INI file show console for Python node equals true, then as you're running your Python node, it will keep the console open. When you close the Python session, it'll close the console, which I think makes sense. So if you want to leave it open to view stuff, you can add breakpoints and stuff like that. If you want to keep playing with this later or show your friends, because I'm sure all of your friends talk about this in all of your free time, you can go to my GitHub, and all of this code and all of these explanations and everything is all on that GitHub. There's the QR code for it. After the presentation, I'll come back to this page. But for now, I'm going to switch to my VM and we'll play with it together. So I have a, can you guys still see my screen? Cool. And you can still see my VM? Yes, cool. This is a blank VM that basically has nothing except for LabVIEW installed on it and, you know, VIPM and IPM. And so I'm you, and I've just seen this presentation, and I'm like, oh man, I want to play with Python nodes. What was it called? What was the presentation called? How do I find it? Oh, okay. I know it was on GitHub. I know it was Danielle. Oh, okay, I've already searched for it before, but you know, Python integration LabVIEW, so something like that. And it'll come up on Google. And so, okay, here's my GitHub for it. So I'm gonna read through this and I'm gonna see, okay, how do I install it in the README? So first I need to make sure that I have Python 3.6 installed. I've already got LabVIEW 2020. So I'll click on this link. It's gonna link me to a download, to an executable that's gonna install Python for me. I'll save it. And then I'll go to my downloads. We'll run that installer. So this is for 3.6.8. It's relatively quick. It's a little faster than installing LabVIEW, so that's good. Cool. Okay, so we've installed LabVIEW. Python. You'll notice it didn't have that checkbox. Oh yeah, someone posted the link for it. Thank you. It didn't have that checkbox to install the system environment variables, so we're going to need to do that. I need to see where the Python
DLL was installed to. So to that end, I'm going to use my favorite little search tool, which is Everything. And I'll just search for Python DLL. Or the Python exe actually, I think, is what we actually need to access. So I'll search for system environment variables. And then I go to environment variables here. And then I want to edit the path variable. So I'm going to say edit on the path. And then I'll add a new one. And it's basically just the path to this Python exe. So I copied that path. And then I also want to be able to call pip from the command line, which is the basically like VIPM or NI package manager for Python. I need to install my requirements. So it's basically like installing a VIPC. So it has all of the packages that I need. If I want to be able to do that from the command line with just saying pip install, then I'm going to need to do the same thing for my pip exe. So I'll just search here for pip.exe. Open that one too, and I see that it's here in the scripts. So I'll add one more environment variable and add that path to my pip. And then I'll say okay. And that should work. So, okay, I've got Python, pip got installed with Python automatically. This is an important thing to note. LabVIEW 32-bit only will be able to call 32-bit Python. If you have LabVIEW 64-bit, you'll only be able to call 64-bit Python. So that's a big thing to keep in mind, make sure that your bitness is matching. And this is something that applies, I think, in general. Like, I think 32-bit applications can't call 64-bit. Applications. This is my understanding, at least. Okay, so we're going to clone or download the repo. So here's the code. I'll say download. I'm just going to download the zip file. I'll put it under projects. Okay. Unpack that. And now I need to install the Python packages. So I'm going to get my command line, the command prompt, and I'll say cd. And I want to go in here, let's see, to where my Python source folder is. That's where I have my requirements. This is basically my VIPC, like I mentioned. So I'm going there, and now that I'm in this directory, I'll just say pip install requirements.txt. I think the dash r means recursive, so all the requirements and all of its dependencies and everything. Not totally positive about that, but that's what I think the r means. okay, stuff was already installed, but it would install the requirements at that point. So that's basically just, if for your specific Python application you have any dependencies, those are going to go into your requirements.txt. So that's if you're using OpenCV, if you're using something like that, you want to create this text file that just says which version of which package you want to use. And then by running pip install, it just looks in pip for all of the packages that you listed in your requirements. It's pretty easy. Cool. So now we have everything installed. We have all of that. This should work now. So let's get started. I'm going to just open the solutions, because if I were you, I would do this too, just to make sure that it all runs and it works before we get started and then realize that there's something that we didn't do along the way. So
for open solutions. And in here, I have this handy little hands-on guide that's going to give us a little step-by-step on what we need to do. I have it actually printed out over here, so I'll just pull that up. So we have our guide, and it's going to give us all of our little steps that we're going to go through. Should be able to go through this pretty quickly, I think. Ooh, okay. If the hardest one works, then we know that they all work, right? It's from a previous LabVIEW version. Okay. So. Now I'll run through some examples with you guys. Of course, every programming example starts off with hello world, and this is going to be no different. So I'm going to show you first the Python function that we're going to call. So when you install Python, it'll automatically install this idle text editor thing. So these are the functions that I have here in my Python node examples. So we're going to start with a hello world function. It has a function that's been defined as hello world. It takes an input called name, and then it's just going to return the string hello concatenated with whatever you entered as name with an exclamation mark. So this is set up here that it's going to give us a path to our Python node examples module, so that's this path, and then we'll just enter in the name and we'll get a response. So to start off with, I'm going to need to drop an open Python session. And we installed Python 3.6. It doesn't need to be more specific than that. If you have 6.8, 3.6.7, it doesn't matter. Python node. I'm using QuickDrop to get to them just because that's part of my workflow. But you can get it from, what was it, Connectivity? Python, if you like to use the palette. If you're old school. And then I'll close the Python session. And so you notice that I'm wiring the reference all the way through. I've got my error wires going all the way through. I'm just going to show my error out here, just in case. We have this get path to module method that's just getting the relative path to this Python source folder. So if I run this, it should give the location of this, which it does. So that's great. And I'll put that in my module path. And I want to call a function that we've called hello world here. I'm going to copy it directly from the Python module because that way I know I won't get any typos or anything. So it returns a string, it looks like. So for the return data type, I'll just do a string constant. I do know the auto wire quick drop control space control W. That's a big one. Input parameter. So I'm wiring in the first input, which is the name, and then I'll do the return value out here. And then this is the W U E L U G, right? So, hello, Wulug. Is that how you pronounce it, Wulug? Okay. Cool. So, hello world works. That's great news.
Oh, here's a fun thing. Python doesn't handle everything quite the same as you might expect it to. We didn't specify, it's not a strictly typed language, so I didn't specify the type of the data for name. So I could foreseeably enter a numeric there and it would concatenate the numeric, like hello one. So let's see if that would work. And it would just turn it into a string. So if I make this one, it got mad. Wait. Okay. So this is expecting it to be a string. Just kidding. I lied. Okay. So we can add numbers, numerics, I think work more or less the way that you expect them to. Actually, I'm just gonna copy this. And we'll call our add function here instead of hello world. And I'm going to return the numeric data type. And I need to have two inputs. So I'm just going to move it down. And now I have two, A and B, because it takes two inputs. And it's just going to return the two of them added together. So this is going to ask us, what is 5 plus 6? My lord, it's 11. It's amazing. Okay. So this is a cool thing. We can take an array in, let's see, max and min, and it's going to give us the max of that array and the min of that array. I like the Python nomenclature. I feel like it's very clear, like, max array, like it's very, yeah, that's obviously what it's doing. I think that's nice. Okay. I'm gonna copy this again. And this time we're getting the max and min function. And I'll write my error out. And so we'll put in the array in. And notice that this is returning two different two things, two arguments or two variables. So that's a tuple, a cluster for us. So we just have to know what is the data type of the specific things in the return data type. So this is going to be two numerics. So I just make a cluster of those two numerics. It cares about the order of the elements in the cluster. So if this was actually ordered as the zero element, and this was the first element, so if I was to say reorder controls in cluster, and this was zero, and this was one, then it would actually return the max as the min. So it doesn't care about the naming, it just cares about the order. Just so you know. So I'll create a config. And that's going to be my return data type. And my return value goes there. And we have one input, the array. So what is the max and the min of this? The min is -345, and that's the max. So it works well. So sometimes I get kind of annoyed in LabVIEW with the way that it handles timestamps and the way that it handles dates and times. It's a little bit, yeah, I see some people agreeing. So maybe you do too. I think Python handles it quite well. So I have actually in the past used Python nodes just so that I can use Python's date and time functions.
calculating the days since something happened. This is like needlessly complicated in LabVIEW. I don't know why. I don't know why it's so difficult, but it's not as simple as I feel like it should be. But in Python, you can just say like date today minus date. And then this is if I pass in the event. So that's turning into a date, a month, a year, month, and day. So you can enter the numbers in here like that, and then it'll turn it into a date, and then it'll say date today minus that, and then it says this is how long it's been. So let's see, how many days has it been since May 1st, 2019? Sure. I don't know what the significance is of that, but sure. Calculate day since. And return data type. So this is fun. It takes in an event, that's just one element. And then we're going to index off different elements in it, but this is a cluster, and you can actually kind of like index off elements in a cluster, or a tuple as it's called in Python. So you can pass in a cluster as an input, and it's going to tell us how many days it's been since then. The world was so different on May 1st, 2019. We were getting ready for LabVIEW 2019. I'm not LabVIEW 2019. Well, that too, but you know, NI week 2019, and there was no COVID. Beautiful. Now, 538 days later, here we are. Get value for key. So this is another cool thing I think Python does really well, is it has these dictionary functions, and it's kind of like maps or sets. No maps. So you can use it like you would a variant dictionary, or it's basically a hash table. So you can add a bunch of key value pairs, enter in a key and get a value. Performance-wise, I'm not sure if this is going to be actually faster than using either a map or a variant dictionary. I know maps and variant dictionaries are about as fast as each other. But that would be something that you could benchmark and figure out. I'll use the line just for you. Okay, so I'll add a dictionary of these key value pairs as my input, and I'll search for a key, and I'm gonna get a value back. So I want to know, what is the answer to the universe, life, and everything? And when I run it, it's going to tell me that there was an error. And because I have the function called add. Get value. Cool. Yeah, and the answer, of course, as we all know, because we've all read The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, and we all know that error 42 is a reference to that the answer to the universe, life, and everything is 42, which is the ASCII key for an asterisk. So now we know why. So now this is the fun part. I'm going to do an OpenCV image recognition. And for this, I'm going to pull out my little handy dandy guide. So I don't remember how I did this. So, looking at my document that I printed out, design guide here, it's going to explain to me how to do this more or less. So, the goal is to pass in a function, pass in a photo, and use these functions
to call OpenCV methods to do facial recognition. So I have no idea how to write a facial recognition algorithm. I don't think I would even know where to start. That's not my expertise, but I know that OpenCV has it already. So if I wanted to do that, then that's what I would do. I would call OpenCV. So this is going to make it really easy for us. I can open up my Python source, and I know that I have an image classification Python module here. And this does something that I think is pretty important, that I would, if I were you and I knew that I needed to use OpenCV for image classification stuff in LabVIEW using Python nodes, I would download my GitHub code literally just for these two functions, because it's doing the conversion from a LabVIEW, from the image as an array in pixels to the RGB arrays that are used in OpenCV. So this way it's in the right data type for all of the OpenCV functions. If you just pass in a LabVIEW image, it's not going to work. So these are going to give you the right conversions you need. One of my coworkers came up with this, so I can't take credit for it, but he figured it all out, and we have it in here, and it's open source and available for all of you to use for all of your image recognition needs. So to start off with, I'm going to do this find faces function. And if you're curious what it does, first it's just going to pass that LabVIEW image array to an OpenCV image. Then we'll make a copy of it passed so that as we're making changes to that image, as we're processing it, it's not happening to the original image. Then we're using this thing called a HAAR cascade. I'm not sure if that's how it's pronounced. And I'll apply this training set to that image. Once I've applied that training set to that image, you have to do some black and white stuff for some reason. And then it's going to go over all of the, it'll find all of the faces in it from that, and then it'll iterate over all of the faces and draw a rectangle on top of that, and then it's going to return it back to LabVIEW in a format that LabVIEW understands. So I guess first I'm going to have to open first, I'm going to return an array. It says I'm following my guide. So it says that I need to open the find faces VI, open a Python session, add a Python node, and close the Python session. Then we call the find faces method. And now it says that my return data type is going to be an array. Then add a UT32 numeric. Sure that this is U32. And now I'm going to add one more dimension to that array so that it's a 2D array. Okay. So this is going to represent our unflattened 24-bit pixels map that we're going to get back from Python. So we're going to read a JPEG file. Okay, it's so useful to make these little guides for yourself too, because then like if it's a year and a half later, like it is for me now from when I made this, then I can look without having to remember it. And I'll go to, let's see, where is my Python source data, and then I have an image here. When I made this, Game of Thrones was relevant because season 8 hadn't happened yet. So that's a thing. Now I know it's just a terrible memory that we would all like to forget. Okay, so I'm reading the JPEG file, and then I think I probably want to. Let's see.
flatten or unflatten. It's probably unflatten. This is one of those. Oops. No, they unflatten. There we go. That the this is one of those instances where the icon is very clear in here. So we're unflattening it, and now we have our 24-bit pixmap that I'm going to pass in as an input parameter. And I also probably want to draw it. So this is the image to process. I'm just going to draw that there so we can see the before. And then we're going to get out our fix map. And then we'll draw it again. See any thing that I did wrong. Tell me now before I break it all. Okay. Should be good. Okay. Mm-hmm. Cool. So that was pretty easy. It drew boxes around all the faces. And I think if we needed to do that in LabVIEW from scratch, that would have been a lot more difficult. So that's nice. And I'm sorry for traumatizing you all again with those faces. Okay. So this is another cool application of OpenCV is corner detection. I think the algorithms that are involved in finding corners are pretty difficult, just like the algorithms involved in finding faces, and also something that is maybe even more applicable for us because we're not in the business so much of facial detection, likely. But who knows? I don't know what you're writing applications for. So I'm just going to copy the part that has to do with the image stuff because it's going to be the same. But this time I'm going to point to these cubes image. So it's just a black and white file that has some cubes, and we're going to find all these little corners. Mm-hmm. So put my image to process over here, and this time instead of just returning the image, I want to return two things. So let's see, where's my Python file? Find corners. This is going to return the image, and then one corner set and the other corner set. So this is going to be the these two, and so it's all going to be bundled together in a cluster. So I'll drop a cluster on the block diagram. I'm going to add my image, and then these two XY coordinates of the corners as an array. So it's a plus an array of clusters of XY coordinates showing all of the different corners. There's two different types of algorithms that are trying to find the corners. So it's returning two different arrays for each of the two different types. And you'll notice, because the function is going to draw on all of the different corners, a red or a green, that they're like one pixel off from each other where it thinks the corner is. So I think it just depends on what your use case is, which specific algorithm you'd want to use. We're dropping that in here. Oops. I assumed it wanted that. And then I'm just going to arrange it vertically so it's a little more neatly packed. So we expect multiple outputs. They're all there in the cluster. And then I'll unbundle. I didn't name it.
I mean, if I just used a regular unbundle, it wouldn't care, but I'm a fan of code that's somewhat self-documented when you look at it. We pass out our image, we'll unflatten it, we'll dry it, draw it there, and then we move those down. Cool. It's not the nicest that I've ever made, but that will do. So let's see, it's going to look at the cubes, we're going to look at the image that we're processing. We're passing in our image as an unflattened fix map. We've got the XY coordinates. And this should. Oh. Bad argument. Keep it too bold. Okay. The function name again. Yeah, function name. Function name. Thank you. Again. What would I do without you guys? Okay, fine queries. I'm glad it was something simple like that. Cool. I bet you put it there intentionally. We can say that. Okay, so I don't know if you can tell, but there's little tiny green and red dots on this, on all the little corners, and then it has XY coordinates of all the corners here. And I think it's accurate. So yeah, that's pretty cool. I think that was everything that I wanted to show you guys. Does anybody have any questions? We have, I think, a few minutes left. If you have any questions, you can either unmute your mic and just ask it or type it in the chat, whatever you feel comfortable. Yeah, I have one question. Do any data type doesn't support in Python, which supports in LabVIEW? Within LabVIEW, yeah. I think quite a few are not supported. So we got all of our numerics, that works fine, I'm pretty sure. Booleans are fine, strings are fine. I think paths are not supported, you need to turn that into a string. Arrays get converted to list, clusters are tuples. Matrix, I don't think that, I think that's just an array. So it might handle that as a list. Ref nums like this isn't going to be supported. So if you want to do that, that won't work. A class, LabVIEW class object, that's not supported, which is unfortunate. So that's kind of going into that whole thing about how the class LabVIEW or the Python class functions are not going to work unless you implement a wrapper function for it. So yeah, let's see if I can think. A variant won't work. Darren says hi to my dog, who wants to go out the door right now. I think that's it. But so yeah, it's pretty much numerics. The things that do work: numerics, strings, booleans, clusters, lists, or clusters and arrays. And when we make LabVIEW executable with the Python node, do we like see any problems, or it should work fine? It should work fine, but you should be aware that you're going to need Python installed on the computer that's running it. So if you want to do that, I would recommend adding an additional installer of your Python installer at the end. And if you have any modules that you're installing with your that you're calling that you need a requirements.txt, then I would make a bash script with your a batch file with your pip install requirements and so on,
And maybe you can update the path environment variables too using a script like that and run that also as an automatic step after your installer. Yeah, good question. Any other questions? So I got another question for you. Judging from your experience, is there any way to say when it makes sense to deal with all the extra efforts that you have to deal with bringing in a completely different development environment? So it's, I mean, it's completely, it's something completely different to LabVIEW. So is there any, I don't know, experience or hints you can give about when that makes sense? Or what's the point where it starts making sense? I guess it's all about how much work is it going to be for both of them. Like, I mean, we just saw just now from a blank VM when absolutely nothing that it's relatively easy to get started with a lot of these. So I think if you know that there exists a function already, or if you know that there's a library that might do it and your boss is willing to give you time to look at that at all, I think oftentimes it's useful. But then it is going to add an added level of complexity to your application now. And I think with any level of complexity that you're adding to your application, there's a degree of risk that you're adding to. But yeah, I think it's kind of a, you have to see how, play with it a little bit, see how, if you think it seems feasible, and then from there, is that going to be more difficult than if you were to try to implement that exact same function and algorithm in LabVIEW? What's going to be the difference? And I think the degree of difficulty of whatever it is that you're trying to call in LabVIEW, the more difficult that is, then the more it warrants using Python. Like if I'm just wanting to use an add function, there's absolutely no need to use Python Node for that because we have that in LabVIEW. But maybe for the date and time, maybe for dictionaries, but now with maps, probably not. But once you're getting into things like OpenCV and those types of applications, I would say that it's definitely worth it. I hope that rambling answer was good enough. Well, it was a fuzzy question to begin with. Yeah, thanks for that. Totally. So we have a question in here that says, you said that Python globals keep persistence between calls of the same session. Is it possible to have a Python module continue running and calculating in the background as it is with the call asynchronously nodes for VI? So basically, like, could we call a Python function asynchronously in a Python node? I'm pretty sure the Python nodes are blocking until you get a return. So if you wanted to implement some kind of asynchronous mechanism like that, I'd recommend trying something like MQTT or a TCP server or something like that. Cool. Oh, hold it open and reuse it should work, I guess. In my experience, what do you mean by should work, I guess? Do you mean that you can do the, you can call it asynchronously like that? Manu? Maybe he can chime in. No, I mean that my script, my example, I hold the Python session open and use the Python node several times to trigger some or to call some functions. Yeah, you can definitely do that and call multiple functions within a row. But was your question, Sebastian, whether or not you could call a Python node, have it dispatch something and then wait to get the return value until it, or maybe you would have something in Python that was dispatching an alternate process that later you could return and get the value for? The latter. I was really thinking about having the Python do some more sophisticated maths. Because I've seen several scientific works using Python for data analysis too. Mm-hmm. And I was thinking if it were to just launch that code or that data into Python from LabVIEW,
have Python calculate it in the background and use a second call to read back the results asynchronously. I think the tricky thing would be knowing at what point it's done so that you get the results. Yeah. So let's say that you have a method and it launches a process in Python and that's doing your calculation. Mm-hmm. And then you have a variable that you're going to read back or something like that. That's a global variable. Yep. You'd have to pull, I think, to get back your response. But if you don't mind doing that, then I don't see why that wouldn't work. Cool. Thanks. Yeah. That's a nice idea. Can we access multiple modules at a time with different sessions open? Yeah. And you can access multiple modules at a time with the same session also, because the node calls the module. But you could also access the same module in parallel in the same session. Or in two different sessions, and you could access them at the same time. But if you are changing global variables, it's not going to retain it between the two sessions. So coming back to the parallel thing, wouldn't it be easier to do that in LabVIEW? Because that's what LabVIEW is good at? Parallel processing? Yeah. Yeah, but if, let's say, you wanted to parallel call two different OpenCV or something that's really complicated, then you could call both those algorithms in parallel in two different sessions. Yeah, but I could open the two different sessions in two different, I don't know, clonable modules or whatever you use as a framework, rather than making Python do parallelism. What do you mean? So the question of Sebastian was if you can dispatch something and later go back to the same process and get the results when it's finished. Yeah. And I would think that it's easier to have LabVIEW do that and dispatch some LabVIEW sub-VI, whatever, and because that's easy to do. And I guess that it's not as easy in Python. I don't know. Yeah, I would tend to think that also, that it would be easier to launch a asynchronous process in LabVIEW and then have that call a function that's maybe taking a long time, but then that's not blocking the rest of your application because it's just in a separate LabVIEW function. Yeah, that's a really good point. I would tend to agree with that. Sounds like the better solution too. Thanks. Yeah. Nice. how long is the typical startup time when calling a Python function? So I think the thing that takes the longest is this. So I mean, we could try right now with a lovely flat sequence structure. This is like the only use case for these. so if I add thing four. This is just gonna give us a rough idea. Because of course it's gonna vary. But I'll just subtract the time before the time after it opens it. The thing that usually takes a long time, unless your function itself is doing something really crazy inside of it and it takes a long time in Python, generally the longest thing is just opening the session. So that was what I was saying at the beginning of the presentation, that it's better to open it at the beginning of your application, cache the reference, and then use it to call functions throughout it. Okay, so I did the opposite. It looks like it took 324 milliseconds there. So I don't know. It's kind of a long time, but it's not super long. Okay, cool. Any other questions? Okay, thanks, guys. Thanks, Danny. Thank you so much. I guess we know where to find you in case other questions come up. But again, thank you so much. Actually, and I'm a bit embarrassed to admit this is the first time I see you, your presentation. Oh,
So I'm very happy that we could make this work, because I found it very interesting. I haven't done anything with Python so far. Now I get a slightly better idea of what is Manu might be trying to explain to me when he's talking about Python. So that's very helpful. Cool. Again, thank you so much. You're welcome. And I guess this is the point where we would switch from English to German. Oh my God, look what came up on my screen. Hey, Darren. this is the point where we change from English to German now, seeing as the rest of our speakers are German. So to all of you out there joining in who are not German speaking, I mean, as I said, feel free to stick around. I'm not sure how much you can take away from that, but we'd love to have you, and we'll make sure that we'll have something for you the next time as well. So thanks for joining, and let's switch to German now, right? Manu, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hallo Jörg. First of all, thanks Danny for this great presentation, and especially this all these basics, how to install Python and so on. This was the perfect basis now for my presentation. Thank you. So jetzt mache ich auch auf Deutsch weiter, weil mir das selber doch auch deutlich leichter fällt. Ich werde jetzt, wie gesagt, darauf aufbauen ein bisschen und ein etwas anderes Thema zeigen, was vielleicht etwas näher an den, ich könnte auch nicht mal eine Kamera anmachen, was vielleicht etwas näher an den üblichen LabVIEW-Anforderungen ist, nämlich schöne Graphen oder Charts darstellen. Bevor ich mit LabVIEW angefangen habe, habe ich sehr viel mit Python gemacht, eine Auswertung gemacht und da Graphen und Plots erstellt. Und als ich dann zu LabVIEW kam, war ich dann ein bisschen enttäuscht plötzlich, da das doch sehr viel hässlicher ist und sehr viel umständlicher, so wie es mir damals vorkam. Und auch nach mittlerweile ich glaube, über 3 Jahren mit LabVIEW fällt es mir doch immer noch etwas schwer, da richtig was Schönes herzuzaubern. Wobei ich sagen muss, wie ich auch jetzt bei der Vorbereitung gemerkt habe, mit den neuen NX3-Controls, ich glaube ab LabVIEW 2018, da geht das deutlich besser und deutlich schöner. So, ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Jetzt klappt das doch nicht so ganz schön, wie ich dachte. Dann doch Fullscreen. Ich hoffe, man kann was sehen. Jörg, ist das Bild und Text und sowas erkennbar? Ich kann meinen Bildschirm sehen. Bei mir ist es ein bisschen klein. Leider, weil ich die hohe Auflösung habe. Auf dem Notebook-Monitor, das heißt, mit ein bisschen größeren Monitor kann man es sehen. Gibt es jemanden, der nichts erkennen kann? Dann melde er sich jetzt. Bei den anderen kann man den Text lesen. Gibt es da kein Zoom in Python? Das ist eine gute Frage. Das ist VS Code. Und dann kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Mausrad müsste doch gehen in Visual Studio. Steuerung, ah. Bisschen größer. Das ist der Nachteil für einen höher aufgelösten Bildschirm. Noch ein bisschen. So, ich glaube, jetzt kann man jetzt ganz gut auch den Text erkennen. Wie gesagt, es soll um Grafiken gehen und um Plots. Und da ist im Python-Umfeld einfach Matplotlib das Tool der Wahl, was extrem häufig genutzt wird, sehr populär ist, sehr gut dokumentiert ist und ich glaube sogar also ziemlich alles kann. Also da gibt es nicht, was es nicht kann. Es gibt auch ein paar andere Python-Module für Grafiken. Allerdings, soweit ich weiß, tun die meisten davon auch auf Matplotlib aufbauen.
und einfach mal ein bisschen reinzukommen und zu zeigen, was das jetzt eigentlich kann, habe ich hier in dem Fall den Editor hier in VS Code ein sogenanntes Notebook offen. Das ist auch so eine kleine Python-Spezialität, wo man interaktiv mit Python arbeiten kann und auch Grafiken darstellen kann und noch viele andere schöne Sachen. Da führe ich jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Im ersten Bereich kann man sehen, da wird NumPy importiert und Matplotlib. Das sind so die Basismodule, auf denen mit Python so ziemlich alles aufbaut, was mit Zahlen und Datenanalysen und so ein bisschen was zu tun hat. Im zweiten Teil, ich glaube auch jeder, der nicht Python kann, versteht, was da passiert. Ich berechne eine ganz einfache Sinuskurve. Passieren tut auch noch nicht allzu viel. Und jetzt im letzten Teil, da kommt jetzt das Spannende, da kommt Matplotlib ins Spiel. Und man sieht mit, was sind das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen Code, bekomme ich hier schon ein sehr ansehnliches Diagramm dieser Sinuskurve hin. Hier unten habe ich jetzt noch ein paar andere Beispiele, einfach mal zum Schauen. Die sind jetzt alle aus der Galerie von Matplotlib rauskopiert. Das sind einfach ein paar Beispiele, um zu sehen, was damit möglich ist. Da ist ein bisschen mehr Programm, läuft auch ein bisschen länger. Wo ist der Plot? Da ist er hin. Hier jetzt ein sogenannter Scatterplot, wo Punkte in verschiedenen Größen und Farben dargestellt werden oder irgendwelche Zusammenhänge oder sowas darzustellen, keine Ahnung. Da sind wir jetzt schon bei etwas, was mit LabVIEW deutlich schwieriger wird, vor allem das so schön darzustellen. Im nächsten Plot habe ich jetzt was für die Statistiker. Ein Violin-Plot und ein Box-Plot. Ich glaube, sowas mit LabVIEW zu machen, ist geht wahrscheinlich schon gegen unmöglich. Ich weiß es nicht genau. Sieht auf jeden Fall auch schon ganz schick aus. Und im letzten Beispiel, man sieht, es sind auch nicht gerade viele Zeilen Code. Jetzt ausführen. Ach, da oben ist hingewandert. Sollte eigentlich anders laufen. Aber hier haben wir jetzt ein, nennt sich das Pie Chart, glaube ich. Also sieht auch ganz beeindruckend aus. Und je nachdem, was man so für Daten hat, sind das doch deutlich schönere, ebenfalls Darstellungsformen als jetzt ein einfacher Linienplot oder Barplot oder sowas. Macht doch deutlich mehr her. Und abgesehen davon, dass man jetzt mit Matplotlib die Sachen einfach so am Bildschirm schön darstellen kann, kann man es natürlich auch exportieren. Da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Man kann PDFs erstellen, man kann PNG-Dateien, JPEG-Dateien, SVG-Dateien, glaube ich. Ich kann es gerade mal hier ausprobieren, was er mir so anbietet. Okay, da ist jetzt PNG-Datei. Aber da kann man sich einfach auch sehr hochqualitative Bilder recht schnell erstellen. Wo habe ich ihn? Da. Das Ganze ans PNG. PDF ist sicherlich auch ganz schön für Reports und sowas. Da ist man ziemlich frei. Bekomme jetzt ich das auch in die Pixel-Arrays rein, so wie Dani das vorhin gezeigt hat, mit der OpenCV-Bibliothek, damit ich es dann live in einem Picture-Control in LabVIEW darstellen kann? Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Schöne Überleitung. Das ist der nächste Punkt. Ich gehe mal ein bisschen in den Python-Code rein. Ich habe bisher jetzt bei Dani ja hauptsächlich LabVIEW gesehen.
Ich hoffe, es sind genug Zuhörer und Zuschauer, die das auch ein bisschen interessiert. Für ein Diagramm Matplotlib wird immer ein sogenannter Figure erstellt, hier in der Variable Fig und Achsen. Figure beschreibt das ganze Diagramm im Prinzip und Achsen beschreiben, ja, wie der Name schon sagt, einzelne Achsen, in denen dann Linien oder andere Dinge reingezeichnet werden können. Die kann man beschreiben mit Labels, man kann Grid anzeigen lassen und so weiter. Und mit der Funktion Show, der Methode Show, anzeigen lassen. Das nutzt uns jetzt in LabVIEW nicht allzu viel. Darum habe ich jetzt hier als jetzt hier normales Python-File den Code für LabVIEW. Sieht ein bisschen anders da aus, macht aber ungefähr dasselbe. Hier habe ich jetzt in LabVIEW ein kleines DQMH-Modul erstellt. Da kann man sowas sehr schnell, sehr schön einfach machen, einfach mal mit ein paar Buttons und so weiter. Auch dafür ist DQMH sehr schön geeignet, nicht nur für riesengroße Projekte. Und ich denke, ich führe jetzt einfach mal vor, was es kann. Und dann erkläre ich, was im Hintergrund passiert. Ich kann hier auch eine Sinuskurve generieren. Hier auf der linken Seite ist jetzt ein klassisches LabVIEW-Graph oder ein XY-Graph. Hier allerdings ja schon der eben deutlich schöneren NXG-Variante. Also da hat sich NI wirklich Mühe gegeben und da wirklich endlich mal auch ein paar Designer, glaube ich, rangelassen, dass das gut aussieht. Ich starte jetzt die Python-Session und bekomme jetzt die gleiche Kurve auch als Matplotlib-Graph hier in ein Picture-Element rein. So, jetzt versuche ich im nächsten Schritt mal die Verbindung herzustellen zwischen LabVIEW und Python, was da eigentlich so passiert. Wir haben erstmal das Generieren von der Sinuskurve. Ich glaube, da muss ich nicht wirklich groß drauf eingehen. Ich hoffe, die meisten oder alle von euch kennen die DQMH-Module. Wer nicht, das Ganze hier ist im Prinzip ein Event, ja, ist richtig, Cute Event Message Handler. Also hier oben die Event Loop, unten eine Queue, die die Befehle ausführt. Mit den verschiedenen Befehlen. Hier wird über die LabVIEW-Funktion die Sinuskurve generiert, die Daten als X- und Y-Daten im Shift-Register gespeichert in diesem Cluster hier, um aus anderen Cases darauf zugreifen zu können. Dann auch noch hier in dem LabVIEW-Plot dargestellt, das ist ganz simpel. Spannender wird es, wenn wir jetzt Python bemühen und den Create MPL Craft-Button drücken. Dann wird dieser Case hier ausgeführt und hier sehen wir jetzt schon ungefähr die gleiche Struktur wie auch in Dennis Code. Und der Unterschied hierbei ist jetzt, dass ich hier die Python-Session schon initialisiert habe. Dafür habe ich jetzt in meinem Beispiel einen extra Code gemacht. Der prüft hier am Anfang nochmal, ob eine Python-Session aktiv ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird automatisch eine neue Python-Session erzeugt. Ansonsten beende ich erst die alte, erzeuge dann die neue. Und ich glaube, was auch noch ganz interessant ist an diesem Punkt hier, ist die Versionsnummer. Da hat Danny von 3.6 gesprochen. Das ist auch das Offizielle, was NI sagt, was funktioniert mit LabVIEW. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, 5 Minuten auf der Python-Seite gesucht, um einen Installer für Windows für die 3.6-Version zu finden, habe keinen gefunden. Gibt es wahrscheinlich noch irgendwo.
Aber 3.8 war dann doch deutlich einfacher, einfach runterzuladen, zu installieren. Und auch das funktioniert. Also es ist natürlich, gibt es keine Garantie, dass alles 100% funktioniert von NI. Aber ich bin jetzt in meinen Versuchen hier mit Matplotlib und den Funktionen auf keine Probleme oder Abstürze oder sonst irgendwas gestoßen. Also da kann man, wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist, auch gern eine höhere Version probieren. Ich glaube, aktuell ist sogar 3.9 schon draußen. So, zurück zum Plotten des Graphs der Sinuskurve. Ich habe jetzt hier mein Modul Plotting Pi und rufe die Funktion plot davon auf. Die können wir uns kurz mal im Python-Code anschauen. Da kommt jetzt eine weitere Besonderheit rein. Erstmal nicht besonders. Ich importiere die nötigen Module, die ich brauche. Dann einmal die Besonderheit, ich tue schon direkt im Code, also nicht in einer Funktion, sondern direkt im File, eine Figure erstellen, ein sogenanntes Canvas und eine Axis. Was das jetzt genau zu bedeuten hat, wie die zusammenspielen, das übersteigt jetzt das ein bisschen hier. Das kann man in der Matplotlib-Dokumentation sehr schön nachlesen. Nur so viel gesagt, das braucht man eben, um den Plot zu erstellen. Und um in dieser etwas komplizierteren Form im Vergleich zu meinem ersten Beispiel dann auch die Pixel rauszubekommen. Und warum habe ich jetzt diese Variablen hier komplett global initialisiert? Wir hatten es vorhin schon mal, ich weiß gar nicht, wer gefragt hat. Ich habe diese Variablen auch zwischen den, dass sie persistent sind, sagen wir es so, dass sie in der Python-Session gespeichert sind, nicht gelöscht werden und bei einem folgenden Aufruf einer anderen Funktion, eines weiteren Aufrufs des Python-Nodes wieder abgefragt werden können. Dann rufe ich eben die Plot-Funktion auf, habe meine Parameter, die ich die ich übergebe. Das sind einmal die X-Daten, die Y-Daten und ein paar Properties. Die Properties, die übergebe ich, ich bin gar nicht sicher, ob es die Danny erklärt hat, wahrscheinlich, die übergebe ich als Cluster. Hilfe anmachen, dann sieht man auch ein bisschen besser, was in dem Cluster drin steckt. Also ein Cluster von 4 Strings und 2 Booleans. Die werden an Python als sogenannte Tulpel übergeben. Und diese Tulpel kann ich in Python auch sehr einfach auspacken, indem ich die einzelnen Variablen komma-getrennt davor schreibe. Dann habe ich die einzelnen Werte in einzelnen Variablen drin. Und dank der dynamischen Typisierung von Python muss ich mir da auch um die Datentypen an der Stelle überhaupt keine Gedanken machen. Alle Plot-Funktionen werden im Prinzip auf der Achse ausgeführt, auf dem Axis-Objekt. Ich setze einen Titel für den Plot, dann die eigentlichen Daten plotte ich, x und y-Werte, das gibt mir die Plot-Methode. Dann kann ich noch x-Label, y-Label für die Achsen setzen, Grid einen ausschalten, eine Legende einen ausschalten. Und es gibt auch, glaube ich, noch also echt sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, wie man da die Graphen oder die Plots verfeinern kann und modifizieren kann, anpassen kann. Da sind dann quasi keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommt der interessante Teil, um Daten rauszubekommen. Das eigentliche Rendern des Bildes erfolgt im Canvas-Objekt mit der Methode Draw. Und dann kann ich aus diesem Canvas-Objekt mit der Methode BufferRGBA mir direkt den
den Bildpuffer, oder wie man das nennt, rauslesen und gebe ihn mir den an als konvertiert als NumPy Array zurück. Das ist dann, glaube ich, an der Stelle ähnlich, wie das die Danny gemacht hat. Eine Besonderheit jetzt an diesem Puffer von oder diesen Bilddaten, nennen wir es mal so, von Matplotlib ist, dass sie dreidimensional sind. Das heißt, das zugegebene Array ist ein 3D-Array von U8-Werten. Und man kann sich das so vorstellen, ich habe da echt auch ein bisschen einen Moment gebraucht mit 3D-Arrays, vorzustellen, bildlich, wie die Daten drin liegen. Die ersten beiden Dimensionen sind im Prinzip die Zeilen und Spalten des Bildes, der Pixel. Und in der dritten Dimension, quasi hintereinander gedacht, sind die verschiedenen Farbwerte, jeweils als U8 kodiert, also die RGB8, RGB und Alpha-Kanal, so. Also wenn wir jetzt ein Bild mit 100 mal 100 Pixel Größe hätten, dann hätte dieses Array eine Größe von 100 mal 100 mal 4 Elementen. Dieses Array bekomme ich raus und muss es jetzt in passende Bilddaten umwandeln. Mit einem 3D-Array kann das Picturebox von LabVIEW natürlich nichts anfangen. Dafür habe ich einen kleinen HIS-VI gebaut, in der gar nicht so viel passiert, wie man erst meinen möchte. Das Array wird zweimal über das Array geloopt, das heißt einmal über die Zeilen, dann über die Spalten und dann packe ich mir die RGB-Werte aus und verknüpfe die mit dem RGB-to-Color-VI zu einem LabVIEW-Farbwert, baue die wieder zu einem 2D-Array zusammen und habe quasi hier hinter den verschachtelten Vorschleifen ein 2D-Array mit dem Bilddaten, wie man sich das vorstellt, also wo jedes Element im Array einem Pixel entspricht. Das kann ich dann, wie die Dani auch schon gezeigt hat, mit der Draw to Unflattened Pixmap VI in nennt sich das eigentlich Picture-Datentyp verwandeln. Und dieser Picture-Datentyp kann dann von der Picture-Box angezeigt werden. Das ist an der Stelle schon die ganze Magie, um das zu bewerkstelligen. Ich führe es jetzt nochmal aus, einfach nochmal zum Zeigen, wieso ich die Daten wieso ich die Python-Session zwischenspeichere und das eben nicht immer neu öffne, ein Node ausführe, sondern wieder schließe. Denn dadurch, dass ich jetzt auf die Ergebnisse wieder zugreifen kann, kann ich mir jetzt auch erstmal einen einfachen Plot darstellen, der jetzt so noch nicht so schön aussieht. Ich kann jetzt auch sagen, ich hätte auch gern ein Grid, noch ein Raster mit drin und kann mir das reinblenden. Und im Hintergrund wird jetzt der Set Properties Case ausgeführt, wo ich diesen Cluster übergebe. Und jetzt nicht mehr die Plot-Funktion in meinem Skript ausführe, sondern die Set Properties-Funktion. Und wenn wir jetzt in den Python-Code reinschauen, übergeben wir das in dem Fall nur noch dieser Cluster, den ich wieder auspacke. Und alles, was ich jetzt mache, ist auf das schon vorhandene Access-Objekt zugreifen und da die entsprechenden Methoden, die Eigenschaften dieser Achse zu ändern. Das heißt also, ich kann den Titel ändern, die Achsenbezeichnung, Grid einen ausschalten, Legende einen ausschalten und so weiter. Wenn ich das gemacht habe, passiert ist das natürlich erstmal nur im Python, im Achsenobjekt, muss ich wieder rausbekommen. Das heißt, auch an dieser Stelle muss ich wieder das Bild rendern und mir das Ergebnis als NumPy Array zurückgeben lassen. Also das hier ist der gleiche Code wie in der Funktion da oben. Könnte man eigentlich auch schön als extra Funktion noch
ablegen, hat man keine Code-Duplizierung mehr. Aber fürs Beispiel ist es so, glaube ich, auch anschaulich. Ja, wo ist das Front-Panel hier? Und dann könnte ich mir zum Beispiel auch noch ein bisschen was reinmachen. Line-Level, glaube ich nicht leider. Achse, was X-Achse bei so einem Sinus, die Zeit. Time, Y-Achse, Amplitude. Und schon habe ich noch ein paar Beschriftungen mit hinzugefügt. Und wahrscheinlich will ich jetzt, sag's mal anders da, wenn ich den Nerd beeindrucken möchte, dann will er jetzt nicht nur so ein Netflix-Programm, dann will er auch irgendwie noch einen anderen Output haben. Da könnt ihr einmal auf CSS klicken und mir jetzt dieses Bild, dieses Matplot als in dem Fall als PDF ausgeben lassen. Moment, Daten, Explorer. Da ist die Datei. Wie gesagt, also PDF ist eine Möglichkeit. PDF hat den großen Vorteil, es ist jetzt keine Pixel, also keine Rastergrafik, sondern eine Vektorgrafik. Das heißt, ich kann hier, das ist bei dem Plot ein bisschen unspektakulär, aber ich kann da jetzt auch beliebig ranzoomen und drehen wollte ich es nicht, nur ranzoomen. Aber ich glaube, ihr seht den Trick. Da verpixelt nichts. Sehr cool. Genauso könnte ich es auch als SVG zum Beispiel ausgeben. PNG geht. PNG ist schön, wenn man zum Beispiel einen transparenten Hintergrund haben möchte. Ganz klassisch als JPEG funktioniert auch. Jetzt in meinem Beispiel habe ich es nur als PDF gemacht. Der Code dafür ist auch denkbar kurz. Diese kleine Einzeiler-Funktion. Ich übergebe den Dateinamen und sage der Methode savefig, einfach als was ich gespeichert haben möchte. Und in dem Format macht es mir das. Gerade als, wenn ich das als PDF abspeichern möchte, hat es jetzt gerade irgend so eine undefinierte Größe. Das kann man allerdings auch einstellen. Also hier oben, als ich die Figure, also das Hauptobjekt, das alles enthält, fest erstellt habe, habe ich auch schon eine Größe festgelegt. Das ist jetzt hier 6x4 Zoll und die DPI. Da könnte ich jetzt auch beliebige andere Werte reinnehmen. Also wenn man jetzt einfach die Abmessung von DIN A4 hernimmt, die in Inch umrechnet und hier 300 DPI Auflösung einstellt, wird man nochmal viel, viel schönere, druckreife PDFs oder auch PNG-Dateien bekommen. DPI ist natürlich eigentlich nur für PNG-Dateien und JPEGs interessant, wo man eine Rastergrafik haben will. Beim PDF ist natürlich alles eher als Vektorgrafik. So, das war's auch schon. Kurz und knackig das Beispiel hier. Es ist sicherlich auch noch viel, viel mehr möglich, was man da machen kann, wenn man da noch ein bisschen mehr Zeit reinsteckt, als ich es gemacht habe. Man kann sicherlich das Ganze auch noch interaktiver machen. Was natürlich nicht so einfach geht mit LabVIEW, ist ein Chart zu erstellen, der sich dann auch bewegt, also wo ich laufend einzelne Werte reinschiebe und der Chart dann sich mitbewegt und mitführt und puffert intern. Da müsste man natürlich selber ein bisschen was programmieren, um das irgendwie hinzubekommen. Ich habe es auch nicht gebenchmarkt, wie lange das jetzt dauert, also wie viele Ressourcen das verbraucht, da jetzt ständig das Bild neu zu berechnen zu lassen von Python und Matplotlib und auszugeben in dem Picture-Element. Müssen wir mal testen, wäre mal ganz interessant, wie viele Frames man hinbekommen würde und wie schnell oder interaktiv man das machen kann. Aber ich denke so als meine erste Einführung, was möglich ist,
wie man das Ganze machen kann. Und Inspiration an der erste ist das schon mal ganz, ganz hilfreich, hoffe ich. Gibt es noch Fragen dazu? Keine Fragen, alle da war Unklarheiten eine Frage ausgeräumt. Also, ob es auch dynamisch funktioniert, als Oszilloskramm. Da müsste man natürlich das Ganze regelmäßig darstellen, regelmäßig erneuern. Das wird schon irgendwie funktionieren. Jetzt in meinem Beispiel funktioniert es so nicht. Ich kann jetzt den Graph neu zeichnen, aber davon passiert Folgendes Lustiges. Ich tue mal als Beispiel Sinuswelle mal ein bisschen verändern. Und jetzt sehen wir, wir bekommen es einfach zweimal rein. Wenn ich es noch ein bisschen anders mache, auch dreimal. Das liegt jetzt aber wirklich nur, weil ich einfach in meinem Programmcode immer wieder die gleiche Achse nehme und mit jedem Aufruf der Plot-Methode auf das Achsenobjekt wird ein neuer Plot erstellt. Aber man kann natürlich auch die alten Plot wieder löschen und den damit überschreiben und damit das aktiver gestalten. Gut, wenn jetzt spontan keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern. So, wie ging das hier? Was man mit VS Code alles machen kann. Ihr könnt euch gerne die Beispiele von GitLab runterladen oder klonen. Da habe ich alles draufgestellt. Ich werde es nochmal heute Abend oder morgen früh nochmal aktualisieren. Vielleicht den einen oder anderen Teil noch ein bisschen reinstellen, ins Reine machen, ins Reine programmieren, clean. Und dann noch ein paar Adressen. Python.org natürlich. Jupyter.org ist auch eine sehr gute Adresse. Die sogenannten Jupyter Notebooks. Das ist das, was ich am Anfang gezeigt habe, wo man eben so interaktiv programmieren und arbeiten kann. Das sind sehr tolle, sehr mächtige Dinge. Oder Programm, muss man sagen, Dinge. Glaube ich mittlerweile sogar so das Tool von wahrscheinlich 90% aller Data Scientists und KI-Menschen, die damit was machen, irgendwelche KI-Sachen programmieren und sonst was und Daten auswerten. Die arbeiten alle damit. Natürlich Matplotlib an sich. Da findet man sehr viel Dokumentation, sehr viele Beispiele, wo man sich inspirieren kann. Und auch das Schöne bei den ganzen Beispielen ist mit der Programmcode dabei. Da kann man also auch sehr schön mal nachgucken, wie was funktioniert. Dann war es das von meiner Seite. Vielen Dank. Sehr cool. Danke, Manu. Das hat es jetzt noch ein bisschen greifbarer gemacht, glaube ich. Das ist schon ganz cool, wenn man sich da bedienen kann. Mal schauen, wie wir das noch einsetzen werden. Also wenn es jetzt interessant, wenn man ein bisschen was haben möchte, was außerhalb der Standards ist, wie ein Pie-Chart oder statistische Darstellung oder statistische Diagramme. Okay, wenn es jetzt zu Python keine Fragen mehr gibt, dann steht schon der Thomas in den Startlöchern, glaube ich. Ja, hört ihr mich? Jawohl, wir hören dich. Ja. Sehr schön. Dann würde ich einfach mal meinen Desktop freigeben. So. Den müsstet ihr jetzt sehen. Also der Vorschlag kam ja von Marco im Forum und ich hatte eigentlich das befürworten wollen, dass sich mal jemand damit beschäftigt oder uns einen Vortrag hält, der sich damit auskennt. Jetzt habe ich angeboten, zumindest mal das vorzustellen, was ich mit dem Tool gemacht habe. Es geht um das Desktop Execution Trace Toolkit von NI. Ein Tool zur
Erkennen von Speicherlöchern, sowohl in der IDE als auch in der fertigen Applikation. Es gibt ja in Teams diese Handmeldeoption. Vielleicht kann mal jeder, der das Tool kennt, mal die Hand heben. Dann können wir mal grob uns Überblick verschaffen, wer das Tool schon kennt und wer nicht. Weil ich glaube nämlich, dass das vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also ich kannte das nicht. Ich habe vor ein paar Monaten ein Problem gehabt und habe das Tool dann durch den In-Support empfohlen bekommen und bin dann darauf aufmerksam geworden. Ja. Also würde ich mal bitten, jeder, der das Tool nicht kennt, vielleicht mal die Hand heben. Ich kann jetzt nur mit freigegebenem Desktop die Auswertung nicht sehen. Vielleicht kann der Jörg das mal kurz überschauen, wenn sich jemand meldet, wie viele das sind. Kennt oder nicht kennt? Sag mal nicht kennt. Okay, also. Sorry, wenn ich mich da... Also Hände wieder runter. So, es sind momentan noch 1, 2, 3, 4, 5 Hände oben, wobei der Manu lügt, der kennt es nämlich. Ja, okay. Die erste Aussage. Also, ja. Die meisten kennen es vielleicht dem Namen nach, aber ich bin mir sicher, dass das gut ist, da nochmal reinzugucken. Ja. Also ich habe jetzt einfach zu Testzwecken ein kleines BI geschrieben, das einen kleinen Sinus generiert und habe ein Problem eingebaut, dass das sozusagen immer, wenn das Array voll ist, ich fange mit 1024 Werten an und wenn das Array voll ist, wird es einfach verdoppelt, sodass sozusagen unser Array unendlich groß wird. Ja? Den Teil hier unten mit den Events tun wir erstmal ignorieren. Es geht nur darum, dass wir sozusagen permanent Werte generieren und irgendwann sozusagen das Array immer größer wird. Hier oben sieht man die Array-Length, die sich dann halt immer verdoppelt, wenn das Array voll ist. Was man jetzt sozusagen aus der IDE heraus tun kann, ist, wenn man das Tool installiert hat. Das Tool ist verfügbar, sobald man Full oder Professional IDE oder Lizenz gekauft hat. Dann taucht das sozusagen unter den Tools mit auf. Und man kann diese Trace Execution starten. So. Kleiner Moment. Sollte aber eigentlich gleich starten. Da ist es schon. Das ist quasi eine eigenständige Exe, die quasi im Hintergrund läuft. Ich habe hier oben die Maschine, zu denen ich ihn verbinden möchte. Der Port muss unter den Tools Options als VI-Server eingestellt sein. Ja, das sehen wir hier, das muss aktiviert sein. Und dann sollte das funktionieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Ereignisse, auf die ich reagieren will, auszuwählen. Entweder mit Capture Settings ist das so eine Art Quick Start oder ich klicke auf den oberen Teil des Buttons, wo ich mir das detaillierter einstellen kann. Ich habe jetzt hier mal nur ausgewählt Memory Allocations, weil das die sind, die ich damals auch gesucht habe. Der Kunde hatte sich halt gemeldet, dass nach 3-4 Tagen Durchlaufen der Applikation LabVIEW abgestürzt ist mit einem Speicherfehler. Und den habe ich hinter diesem Tool gefunden, im Prinzip, indem ich alle Memory Allocates und alle Resizes überwachen lasse. Man hat hier unten einstellen kann, wenn man sagt, okay, gibt es halt kleine Hin- und Hers in den VIs, die sowieso mal auftauchen werden. Da kann ich hier einen höheren Wert eintragen, um sozusagen nicht alle Ereignisse mitzubekommen. Okay, dann klicke ich einfach auf Start. Und dann tut das Tool sozusagen schon aufzeichnen. Und jetzt starte ich hier meine Main. Und wir sehen, dass hier drüben zweimal Memory Allocate aufgerufen wurde. Das können wir uns gleich anschauen, warum das zweimal ist. Und die 8196 sind meine 1024 Startwerte als Double, 8 Byte. Und hier sieht man schon, es gab die erste Verdopplung. Und zeigt das Tool das auch an. New Sites 16.388.
Nächste Verdoppelung, News Night 32.772. Das heißt, man kann damit sehr schön sehen, welches VI, hier vorne sieht man, dass das Main VI gewesen ist, welchen Speicher allokiert und kann dann solchen Speicherfehlern auf den Grund gehen. Man kann Doppelklick drauf machen, dann wird das VI auch aufgemacht. Ja. Und das ist eigentlich schon der ganze, ja, ganze Nutzen dieses Tools. Ich habe als Beispiel nochmal versucht, mit Events zu arbeiten. Und wir uns jetzt die Aufzeichnung stoppen und auch noch die User-Events anzeigen lassen. Wieder. Machen wir das mal so. Also das Main-VA generiert sozusagen für jeden Wert einen Event, der sozusagen an dieses Display-VI weitergeleitet wird. Und dann sehen wir hier, dass auch jede Menge Events sozusagen ausgelöst werden. Das heißt, man kann sozusagen auch solchen Events auf die Spur kommen, die in der IDE selber etwas schwierig vielleicht zu debuggen sind mit Bordmitteln, wenn man jetzt nicht weiß, wer welches VEnd ausgelöst hat, wenn irgendein Test, ein Event-Tracker, das irgendwo in der Messmaske zum Beispiel angezeigt werden soll. Ja. So, ja, Stopp ist klar, hält die Aufzeichnung an, Clear kann ich löschen, ich kann den Trace aber auch speichern, ja, will ich aber nicht. Es gibt unter Data die Möglichkeit, ein Logging zu aktivieren in diese Datei. Nachteilig ist, finde ich, dass hier dass nicht mehrere Dateien angelegt werden. Es gibt entweder sozusagen einen Ringpuffer, wo er die Ältesten immer löscht oder wo er nach N Stück einfach aufhört. Ja, also ich habe halt meistens den Ringpuffer genommen, aber es wäre eigentlich schön, wenn man sagt, okay, wenn diese Anzahl erreicht ist, dann wird er einfach eine neue Datei erstellen. Aber das geht leider nicht. Und bei View habe ich eben noch die Möglichkeit, diverse Sachen einzustellen. Interessant finde ich hier die Filter-Settings. Das heißt, ich kann im Trace alles mitloggen lassen, mir aber nur bestimmte Sachen anzeigen lassen, damit mein Trace nicht zu voll sieht. Das heißt, er loggt im Hintergrund alles mit, es wird auch alles gespeichert, aber in meinem Fenster sehe ich dann nur bestimmte Events, die mich interessieren und ich werde halt nicht mit Sachen zugespammt, die vielleicht momentan nicht interessant sind. Ja. Um das Ganze aus der Exe zu starten, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Man muss unter My Computer Properties ebenfalls den VI-Server aktivieren. Diesmal mit dem Port 3364, das ist jetzt hier eins höher, und unter Machine Access die lokale IP halt erlauben. Das ist das eine. Und in den Build Specifications ist es notwendig, das Debugging zu aktivieren. Das muss aktiv sein, sonst funktioniert das nicht. So. Ich mache jetzt SetView mal komplett zu. Und weil er sonst den Port blockiert und wenn LabView komplett geschlossen ist, jetzt, dann starte ich mal die Exe, die ich gebaut habe vorhin. Ja, dann starte ich nochmal das Toolkit. Das dauert wieder einen kleinen Moment. So, jetzt muss ich hier oben, Localhost kann bleiben. Das ist ja dasselbe. Das passt. 64, jetzt kann ich hier quasi aktualisieren, er findet schon automatisch die Exe. Ja, es wird auch nichts anderes angezeigt und dann kann ich dasselbe Spiel wieder betreiben. Die Capture-Settings sollten noch so eingestellt sein, wie ich sie eingestellt habe. Wir können die Events mal wieder rausnehmen. Und wir starten die Aufzeichnung und dann machen wir einfach Start. Und dann sieht man, dass das auch mit der Exe funktioniert. Also wenn man, also es ist halt leider nicht so, dass man
Applikationen, die der Kunde schon hat, Anlagen, die beim Kunden schon laufen, nachträglich sozusagen damit untersuchen kann. Man müsste dann immer sozusagen generell und im Vorfeld diese drei Sachen einstellen. Was vielleicht nicht stört, das Debugging macht halt die Excel ein bisschen größer. Wenn einem das nicht stört, wenn man die Optimierung, die das deaktivierte Debugging erlaubt, nicht unbedingt braucht, dann könnte man das einstellen, wenn man da sicher gehen will, dass man im Nachhinein diese Möglichkeit hat. Ja. Aber so kann man eben auch in der Excel Fehler finden. Manchmal treten ja Fehler nur beim Kunden auf, komischerweise, aber nicht bei uns. Und die Dateien, die erzeugt werden, das sind halt normale Textdateien, die könnte man dann noch nutzen zum Parsen. Da werden alle Einträge, die er generiert hat, werden als Text gespeichert. Wenn man da noch irgendwelche Auswertungen drauf laufen lassen möchte, ja, man könnte sich überlegen, dass man jetzt diese Struktur parst und guckt, ob es zu jedem Event, das ich aus irgendeinem bestimmten VI losgeschickt habe, auch ein Gegenstück gab, das irgendwo angekommen ist. Ja. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht jemand, der mit dem Tool schon länger und vielleicht noch die anderen Optionen geprüft hat, vielleicht was dazu sagen kann. Ich weiß, Jörg, dass ihr ein bisschen was gemacht habt. Wenn du noch was ergänzen kannst oder wenn jemand Fragen hat dazu, kann ich die ja noch beantworten. Also mit dem Desktop Execution Trace Toolkit haben wir ganz wenig gemacht. Wir haben mehr gemacht mit dem Real-Time Execution Trace Toolkit. Das schaut ein bisschen anders aus. Ist jetzt im Prinzip nach eigentlich das Gleiche. Da haben wir vereinzelt und speziell bei Siemens das Timing von den Real-Time-Themen untersucht. Dort ist es eigentlich eher interessant, den zeitlichen Verlauf von Dingen sich anzuschauen und weniger die die Speicherauslastung. Da habe ich jetzt zwei entfremdete Screenshots, die ich schon bei anderen Präsentationen verwendet habe. Die kann ich zwar zeigen, aber das schaut jetzt dann auch nicht so spannend aus. Dann kann ich sogar einzelne Bilder hier freigeben, das ist auch interessant. Also einmal sieht es so aus, wenn ihr das jetzt sehen könnt. Da ist es dann so, dass man tatsächlich VIs hat, die das aufzeichnen. Ein kleines Stück im Prinzip von der Ausführung, da mehr als 2 bis 3 Sekunden passen meistens dann in den Puffer rein. Und dann kriegt man hier verschiedene Traces und hat hier einzelne Threads und kann sich dann anschauen, welche dieser Threads wie viel Ausführungszeit brauchen. Das heißt, hier haben wir die Zeitachse von links nach rechts und hier haben wir dann die einzelnen Threads. Die sind teilweise, haben die relativ gut sprechende Namen, teilweise haben die gar nicht sprechende Namen und man kann sich dann überlegen, wie das zusammenpasst mit der Ausführungszeit und dem einzelnen Prozessschritt hier. Können vielleicht auch die Siemensianer noch was dazu sagen. Hier ging es darum zu sehen, ob eine 50 Mikrosekunden Steuerschleife entsprechend im Takt bleibt, beziehungsweise wo die ganze Zeit verloren geht. Da sehen wir hier, dass wir von einem FPGA nach Realtime lesen. Dann sehen wir, dass hier über das Model Interface Toolkit ein Simulationsmodell ausgeführt wird und dass wir dann auch wieder zurückschreiben ans FPGA und dass dazwischen noch so ganz kleine Stückchen für andere Sub-APIs draufgehen. Und dafür war das dann ganz interessant, das zu sehen. Beziehungsweise was wir uns auch noch anschauen können, ist das zweite Bild hier. Da sieht man dann nochmal, wenn wir uns das über eine längere Zeit anschauen, dass hier so Ausreißer sind und da konnten wir dann halt auch nochmal reinzoomen und schauen, woran könnte das denn jetzt liegen? Welcher dieser Prozesse hat denn hier jetzt eventuell so lange gedauert oder was passiert im Detail, wenn wir hier in unserer Schleifenabarbeitung Probleme sehen? Das ist jetzt die Realtime-Variante von dem Tool. Ich weiß nicht, Julian, hast du noch was dazu zu sagen, eventuell? Also nicht wirklich zu dem, was du gesagt hast, aber es hat uns tatsächlich massiv weitergeholfen, halt einfach auszumachen, dass ein bestimmtes VI, was wir an der Stelle vielleicht gar nicht brauchen,
einfach Zeit kostet, die wir nicht haben. Und so sind wir schon tatsächlich öfter darauf gekommen, dass wir manche VIs wegrationalisiert haben, dass wir die Execution-Einstellung von den VIs verändert haben. Zum Beispiel Allow Debugging, das hattest du, Thomas, ja auch gerade erwähnt, ist zwar ein anderer Anwendungsfall in der Exe und im Realtime, aber auch da interessiert uns manchmal das Debugging gar nicht unbedingt. Und wenn wir das weglassen können, sparen wir offensichtlich Zeit. Und ebenfalls haben wir ganz fantastische Erkenntnisse gewonnen, was die Verwendung, da Jörg musst du mir, glaube ich, jetzt wieder helfen, was die Verwendung von Objektdrähten angeht. Also wenn wir in LabVIEW objektorientiert programmieren und diesen Objektdraht dann in eine Case-Struktur geben, stellen wir halt fest, dass dieser reine Prozess, den Objektdraht in die Case-Struktur reinzugeben, nennenswert viel Zeit kostet. Und da haben wir uns dann inzwischen an jeder Stelle überlegt, ist das überhaupt nötig oder können wir darauf auch verzichten und nur Teile in die jeweilige Case-Struktur verfrachten. Und das hat tatsächlich unseren Programmierstil inzwischen beeinflusst, bezüglich der Maxime, so wenig Zeit wie möglich zu verbrauchen. Aber liegt das nicht daran, dass ihr macht ja kein C-Sharp, ihr macht ja wahrscheinlich normales LVOOP. Und da sind doch alle Daten in diesem Draht drin. Ja. Und da musst du dann jetzt mal eine Kopie erzeugen. Ja. Oder? Es ist im Detail ist es ein bisschen undurchsichtig, warum das so ist, nach wie vor, auch weil wir an die Grenzen von der zeitlichen Auflösung von dem Tool stoßen. Und jetzt, wenn wir von weniger als irgendwie 0,5 bis 1 Mikrosekunden sprechen, dann haben wir einen Jitter in der Aufzeichnung einfach. Mhm. Und das, wie soll ich sagen, die Interpretation war relativ eindeutig, aber jetzt die tatsächlich gemessenen Effekte vielleicht nicht so ganz. Zum Beispiel, was wir messen konnten, ist, wenn wir Dynamic Dispatch verwenden, dann dauert es einfach länger, weil dann die VIs nicht geinlined werden können. Und das dauert länger. Das heißt, da verlieren wir dann irgendwie 3, 4, 5 Mikrosekunden pro Call, da was ganz klar passt. Dynamic Dispatch können wir nicht verwenden. Brauchten wir an der Stelle auch nicht, das war gut. Bei der Frage, ob man Methoden-VIs macht oder Methoden-Property-Nodes, wo wir die Error-Cluster dann nicht weglassen können, was wir bei den Methoden-VIs aber schon können, da konnte man es auch noch rausmessen und eindeutig auch belegen. Und dann bei der Frage, was man jetzt welchen Draht man wohin reinführt, auch wenn man eigentlich der Meinung ist, dass keine Kopie gemacht wird, da waren, wie gesagt, die Messergebnisse reproduzierbar, aber die technische Erklärung dafür nicht mehr ganz eindeutig gegeben. Da haben wir uns aber dann darauf gestützt, dass wir sagen, passt, warum es so ist, ist uns wurscht. Wir wollen es trotzdem schnell haben und haben es halt dann so umgesetzt, wie der Julian gerade beschrieben hat, und damit das Ziel erreicht. Das hat man ja bei meinem Beispiel auch gerade gesehen. Es gab am Anfang ja diese zwei Memory Allocates mit den 8192 Bytes. Das ist einmal gewesen die Stelle, wo ich das Array initialisiert habe mit den 1024 Einträgen. Und das zweite Mal vermutlich, wo das sozusagen dieser Draht in die While-Schleife hineingeht, da wo er auch kopiert werden muss. Also man kann auch mit diesem Tool solche Sachen herausfinden und gucken, wo unnötigerweise, sage ich mal, vielleicht durch Verzweigungen Speicher alloziert wird, den ich vielleicht gar nicht brauche oder den ich vielleicht vermeiden kann. Ja, das kann man dann damit auch finden. Es gibt auch eine Möglichkeit, VI-Aufrufe zu tracken damit, also wann ein VI quasi aufgerufen wird. Das geht vielleicht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie euer Tool, was ihr hattet. Man kann dann eben gucken, ob an irgendwelchen Stellen, wo ich es nicht erwarte, eben VIs, sag ich mal, aufgerufen werden, die ich nicht auf dem Schirm hatte oder was in der Richtung. Ja. Dieser zeitliche Ablauf, den ihr da grafisch dann gesehen habt, der ist natürlich auch noch ein bisschen schöner, ein bisschen eleganter. Ja. Ja. Julian, du hast noch was? Genau, trotzdem ist das, also kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass wir das an manchen Stellen auch gut verwenden könnten, dieses Desktop-Execution-Trace-Toolkit. Weißt du, ob das auch am Realtime funktioniert? Oder kann ist ich das nicht auch sagen, das weiß ich nicht. Für Windows. Also ich glaube, da das... Jetzt bist du weg. Direkt von aus, dass es nicht funktioniert. Das müsstest du nochmal sagen, da ist gerade irgendwas dazwischen gefunden. Da das Tool ja auch direkt Desktop Execution Trace Toolkit für Windows heißt, denke ich mal, dass das mit dem FPGA-Target nicht funktioniert. Nee, aber kann ich. Aber Realtime wäre die Frage, das ist ja auch eine CPU dann. Geht auch. Also, soweit ich das weiß, geht das nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Also, ich wüsste es nicht, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube es auch nicht. Also,
Du könntest die Ausführung vom Realtime-Code am Windows messen, aber das bringt ja dann nichts. Richtig. Und fürs Realtime. Manche Speicherzugriffe vielleicht dann schon, wo wir halt einfach ein bisschen nachlässig mit der Speicherverwaltung umgegangen sind, könnte man das auch am Windows herausfinden. Das könnte man schon machen, dass man die. Ich meine, gut, wir haben ja auch, das ist jetzt zwar nicht mehr für die ganze Gruppe interessant vielleicht, aber wir haben Module, die in Windows und im Realtime verwendet werden. Wenn wir die jetzt in Windows messen würden, dann hätten wir die Verbesserungen auch fürs Realtime natürlich dann mit. Richtig, ja. Ja. Man kann doch das, so ein FPGA-Target kann man doch irgendwie simulieren, oder nicht? Das ging doch auch irgendwie, dass der sozusagen dann gar nicht auf dem Target läuft, sondern quasi auf dem Rechner. Genau. Vielleicht kann man da vielleicht dann das verbinden miteinander. Das geht da, also beim FPGA ist das Problem, glaube ich, dass sich das in der Implementierung sehr stark unterscheidet von Windows. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass manche Ergebnisse, die du jetzt am Windows kriegst, dann doch nicht übertragbar sind, weil jetzt der Speicher am FPGA so nicht allokiert wird, wie das am Windows vielleicht geht. Ja. Aber das müsste man wahrscheinlich ausprobieren und sehen, was passiert. Genau. Genau, nur noch auch nochmal einen Beitrag, ja. Ausnahmsweise mal. Das DET, ich kann es auch nicht aussprechen, Desktop Execution Trace Toolkit, eignet sich ja wunderbar dafür, Active Framework Applikationen zu debuggen, weil man die Messages schön sieht und weil es eine entsprechende Debug-Funktion im Active Framework gibt, das auch Messages direkt rausschießen kann. Okay. Ja, in die gleiche Kerbe wollte ich auch noch schlagen. Das ist nämlich eine Spezialität vom DET, dass es auch Custom Debugging Nachrichten unterstützt. Also es gibt eine Funktion, die nennt sich Generate User Defined Trace Event. Damit kann ich quasi wirklich so den klassischen Debug-String nach Standard-Out, kann ich damit eben auch in mein Desktop Execution Trace Toolkit reinfeuern. Das ist einfach ein Code, das kann ich auch, oder habe ich auch in der Vergangenheit schon benutzt, dass ich eben mit dem Conditional Disable Debug gleich True dann eben in meinem LabVIEW-Code diese User-Defined Trace-Nachricht rausgeschossen habe. Ich weiß nicht, kennt jeder das Conditional Diagram Disable? Wenn nicht, nochmal in die Strukturenpalette reingucken, ist ein richtig geiles Ding. Kann ich im Prinzip zwei Builds in einem machen, einen mit speziellen und den anderen ohne. An der Stelle würde ich aber auch gerne nochmal Werbung für Manus, der hat sich jetzt gerade gemeldet, für Manus Logger machen, mit dem das auch ganz hervorragend funktioniert. Ähnlich mit den Conditional Disable Symbolen. Also je nachdem, was das für ein Level ist, kann man da ganz prima die verschiedenen Nachrichten zur Anzeige bringen. Ja, danke Julian. Wobei mit der Einschränkung, dass der Logger auch nur im Millisekunden loggt, das sicherlich nicht so präzise ist wie das Desktop Execution Toolkit mit den Markern. Ich habe aber eigentlich noch eine Anmerkung zu dem FPGA Simulation Mode Node. Heißt das, glaube ich, oder ähnlich. Ich habe mich da mal schon eine Weile her ein bisschen rumgespielt damit. Das ist schon sehr schön, weil man dadurch FPGA-Code auf der CPU simulieren kann. Hat allerdings auch den Nachteil, dass es wirklich simuliert wird komplett und damit sehr langsam ist. Also damit kann man keinen kompletten FPGA testen oder ausführen oder simulieren. Das wird wahrscheinlich Tage dauern. Was man aber sehr schön damit machen kann, ist wirklich einzelne Sub-VIs oder einzelne Funktionen im Zeitbereich von Mikrosekunden oder maximal Millisekunden zu simulieren. Und dann kann man in diesem kleinen Zeitbereich auch wirklich sehr schön bis auf Taktebene sehr gut verfolgen, was da passiert alles. Okay, weitere Kommentare oder irgendwas vielleicht noch? Das frage ich mich gerade noch. Wieso sehe ich hier nur noch einen schwarzen Bildschirm vor mir? Angeblich sehe ich Sebastians Kamera, aber die ist schwarz.
Du siehst mich, okay. Schwarz oder Jörg, ist jetzt die Frage, was ist besser? Ah ja, jetzt geht's. Was auch immer jetzt passiert ist. Dankeschön. Ja, cool. Dann haben wir jetzt das Thema auch hinter uns gebracht. Und danke, Thomas. Ja, gerne. Ich glaube, die wichtigste Message war tatsächlich rauszubringen, dass es das gibt. Weil wenn man es dann verwendet, dann muss man eh wieder mal kämpfen und schauen, was vorne ist, etc. Also auch im Realtime war das ein bisschen mühsam, rauszufinden, wie es geht und auch was dann geht und was nicht. Also ich habe zwei Seiten Text in der PowerPoint zusammengestellt, die kann ich dir schicken, wo ich zumindest die Grundlagen, die ich gerade einfach mal zusammengeschrieben habe. Super, sehr gerne. Einfach, welche Einstellungen man mindestens haben muss, damit es funktioniert. Mhm. Sehr cool, würde ich ins Forum reinstellen. Ja. Oder auf die VLOOK, aufs VLOOK Google Drive, so. Dann, genau, wenn das jemanden interessiert, dann kann er sich dann auch mal nachlesen. Super, sehr cool. Vielen Dank. So. Was jetzt noch auf unserer Agenda steht, ist das Thema Zertifizierungen. Da haben wir jetzt, ob der Python-Überlast tatsächlich es nicht geschafft, noch wirklich was Sinnvolles vorzubereiten für euch. Ich würde jetzt da gerne einfach noch die Diskussion ein bisschen anstoßen und nochmal fragen, wer hat Interesse daran oder wer hat vielleicht konkrete Fragen tatsächlich schon, und dann können wir vielleicht diejenigen unter uns, die sich schon zertifizieren haben lassen, diese Fragen beantworten. Gibt es da jemanden, der konkret irgendwas am Herzen hat, was das Thema betrifft? Wenn jetzt keiner Ja sagt, ist das schlecht, dann ist das abgekürzt. Ich meine mich zu erinnern, dass einige VLOOKer interessiert daran waren, Zertifizierungen zu machen. Wer hat eine Zertifizierung, ist vielleicht mal die erste Frage. Der Tobias hat. Wer gibt noch die Hand hoch? Der Manu ist oben, der Oleg ist oben. Sebastian, okay. Ja, ich habe zum Beispiel auf jeden Fall eine Interesse, eine Zertifizierung zu machen. Habe jetzt keine konkreten Fragen, außer, ich weiß nicht, mit welcher fange ich an? Okay. Wie läuft es vielleicht ab? Jetzt, genau, sehr gut, dass du dich da einschaltest. Ganz allgemein. Finde ich sehr gut. Vielleicht jetzt nochmal Hände hoch, wer Interesse hat, sich zertifizieren zu lassen. Ja, da sind jetzt doch, ist ja doch die eine oder andere Hand oben. Früher war es so, dass es nur drei Zertifizierungslevel gab. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was. Das war der CLAD, der Certified LabVIEW Associate Developer. Das war eine relativ einfache Sache, da ging man zu einem, wie hieß das damals, zu einem der NI Days, das stattfand, und konnte dort einfach mit so einem Multiple-Choice-Prüfung das relativ schnell und einfach abarbeiten. Da ging es darum, zu zeigen, dass man LabVIEW schon mal verwendet hat. Und ich glaube, der Anspruch von NI war zu sagen, 6 Monate LabVIEW-Verwendung, dann kann man das schaffen. Das heißt, das war noch relativ einfach. Und dann gibt es den Certified LabVIEW Developer, also den CLD. Das ist so der mittlere Level der allgemeinen Zertifizierungen und danach noch den CLA, den Certified LabVIEW Architect. Der ist ja das obere Ende der Fahnenstange, wenn man so will, wenngleich der auch ein bisschen auf was anderes abzielt, muss man jetzt auch sagen. Der Certified LabVIEW Developer, der zielt eigentlich darauf ab, dass man vordefinierte Strukturen oder Architekturen entsprechend fertig implementieren kann. Da geht es darum, dass man sich eben in LabVIEW in der Entwicklungsumgebung gut zurechtfindet, dass man Sachen findet, dass man ein Grundverständnis davon hat, wie implementiere ich zum Beispiel einen Timer, eben dann mit Schieberegistern etc. Und derlei Dinge, wohingegen der CLA, also der Certified LabVIEW Architect, eigentlich darauf abzielt, eben genau dem Namen nach, wie gut kann ich eine Architektur vorgeben, und vielleicht auch in Skelett schon mal vordefinieren, sodass dann zum Beispiel ein CLD oder mehrere CLDs die einzelnen vorgegebenen Architekturbestandteile mit Leben befüllen können. Und beide Prüfungen leben davon, dass sie die Zeit künstlich verknappen.
Beim CLD ist es vielleicht noch ein kleines bisschen realistischer, dass man sagt, man hat einen Zeitdruck bei der Arbeit, aber wenn ich mir jetzt eine neue Architektur einfallen lasse, dann ist es sicher nicht so, dass die in 4 Stunden fertig sein muss. Aber für die Prüfung ist es natürlich schon notwendig. Das heißt, sowohl CLD als auch CLA haben eine Prüfungsdauer von 4 Stunden. Bei dem CLD ist es so, dass man nach den 4 Stunden ein fertiges, funktionsfähiges, lauffähiges Programm abgeben muss. Bei dem CLA, bei der Prüfung, ist es so, dass man nach den 4 Stunden eben eine fertige Struktur, eine Vorgabe, eine Architektur abgeben muss. Also wir witzeln auch ganz gerne, wenn du bei der CLA-Prüfung ein lauffähiges Programm abgibst, hast du was falsch gemacht. Genau. Wahrscheinlich fehlt dann irgendwas anderes zumindest. Und genau, also das sind die LabVIEW, die reinen LabVIEW-Zertifizierungen. Dann gibt es noch Ähnliches für TestStand. Certified. Es gibt den Certified TestStand Developer und gibt den Certified TestStand Architect. Das sind beides im Moment, also ich kann schnell eingrätschen, ich habe ja beides. Also es sind beides Multiple-Choice-Fragen, beides englische Muttersprache, beides, also ich kenne Muttersprachler, die haben das CTA, den Certified TestStand Architect wegen der Sprache schon verbaselt. Einfach weil da teilweise doppelte Negierungen und so weiter drin sind. Also es ist, sie sind nur zum Teil praxisbezogen, sagen wir es einfach so. Meine neueste Entwicklung ist, dass der CTD jetzt keine Multiple Choice mehr ist, allerdings habe ich mal zufällig gesehen letztens. Ja. Okay, wäre natürlich praxisrelevanter, ja. Das heißt, man muss jetzt was tun tatsächlich mit TestStand? Ja, man muss mit TestStand immer was tun, Jörg. Ja, ich habe es gerade gegoogelt, genau. Also der CTA, der ist, glaube ich, immer noch mit Multiple Choice, aber der CTD, den haben sie jetzt, da haben sie jetzt anscheinend irgendwie was gemacht mit Machen, ja. Was man da machen muss, das müsste man sich dann anschauen, wenn man Interesse hat, ja. Ja. Okay. Also, TestStand auch eine Herausforderung, hören wir jetzt gerade. Zu all diesen Zertifizierungen gibt es immer wieder Stimmen, die nachfragen, ob das so sinnvoll ist und wie man das alles vielleicht anders machen könnte. Aber das ist auch eine Frage der Ressourcen. Das heißt, wenn ein EIDA jetzt eine Anzahl von Menschen zertifizieren will, dann kann nicht jeder eine persönliche 4-Stunden-Prüfung bekommen. Das ist auch klar. Das heißt, was da jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das ist einmal dahingestellt. Was ich noch sagen möchte, ist, es gibt dann noch andere Zertifizierungen. Es gibt noch den Certified LabVIEW Embedded Developer. Der ist angeblich ungleich schwieriger als die anderen Zertifizierungen. Da sagen dann die bösen Stimmen, da muss man wirklich was wissen, damit man das schafft. Und auch die Zeit spielt dort eine große Rolle. Da geht es eben darum, mit einem Real-Time-Demosystem eine gewisse Aufgabenstellung zu implementieren oder umzusetzen in der Zeit. Und dann gibt es noch den Certified Professional Instructor, das ist interessant für diejenigen, die NI-Kurse und Trainings tatsächlich selber abhalten wollen. Das ist aber ein bisschen umgedreht. Da ist es so, dass man zuerst so einen Kurs besuchen muss und der Kurs befähigt, oder mit diesem Kurs erhält man dann dieses Zertifikat und danach darf man diese Kurse abhalten. Das war in Deutschland, wurde das früher anders gehandhabt. Soweit ich weiß, ist das jetzt nicht mehr so, weil das jetzt alles gerade gezogen und globalisiert wurde. Es wird nochmal anders gehandhabt, aber das ist eine Geschichte für sich. Das ist wahrscheinlich in 3 Monaten dann auch wieder nochmal anders. Insofern, da muss man sich immer an dem tagesaktuellen Stand orientieren. Gibt es sonst noch eine Zertifizierung, die ich jetzt vergessen habe? Mir fällt jetzt keine mehr ein zumindest. Ja, also keine offiziellen Zertifizierungen. Ja. Was es natürlich noch gibt, sind die Badges, aber das ist ja keine Zertifizierung an sich. Die Badges kennt ihr wahrscheinlich auch, die man da auf der LabVIEW-Seite irgendwo finden kann. Dann macht man so Quizzes durch und kriegt dann eben das Badge verliehen. Kann man sich dann auch auf die Signatur oder so hängen. Was es dann natürlich noch gibt, sind Zertifizierungen auf Unternehmensebene, wie zum Beispiel das Center of Excellence und weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich noch andere. Aber eigentlich, glaube ich, geht es hier darum, über den CLD und über den CLA zu sprechen. Das sind jetzt die am praxisnächsten sind, würde ich mal sagen. Und ja,
Willst du noch zum Thema Rezertifizierung was sagen? Mhm. Vielleicht noch? Ja. Genau, bevor wir noch ganz kurz in die Zertifizierungen selber reinschauen, kann man sagen, die Zertifizierungen gelten nur für einen gewissen Zeitraum, das heißt, die laufen ab und danach muss man sich rezertifizieren. Ich glaube, beim CLD sind es 3 Jahre und beim CLA 4, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Richtig. Und bei den anderen gibt es halt auch eine gewisse Laufzeit und da ist es dann so, dass man entweder die Prüfung wieder ablegen kann oder es gibt auch ein Rezertifizierungsprogramm nach Punkten, das habe ich eingangs kurz erwähnt. Das heißt, wenn man verschiedene Dinge nachweisen kann, dass man die tut, dann kriegt man eine gewisse Anzahl an Punkten verliehen und wenn man genug Punkte sammelt innerhalb dieses Geltungszeitraums, dann wird diese Zertifizierung auch wieder erneuert. Und eine ganz gemütliche und praktische Maßnahme ist es eben, die User Group Treffen zu besuchen, weil dafür kriegt man schon mal 5 Punkte. Und 50 Punkte braucht man innerhalb dieses Zeitraums, um eine Rezertifizierung nach Punkten zu erwirken. Und wenn man sich jetzt ausrechnet, 4-mal im Jahr Wüluk sind schon 20 Punkte. Das heißt, nach 3 Jahren hat man schon die Punkte für die Rezertifizierung beisammen. Wenn man präsentiert, gibt es nochmal obendrauf. Wenn man der Veranstalter ist, gibt es was. Wenn man bei anderen Events präsentiert, dann gibt es teilweise auch noch mehr Punkte. Ich weiß jetzt nicht genau, was es noch alles gibt, Olli. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, um da Punkte zu kriegen. Ja, zum Beispiel einen Certified LabVIEW Architect Summit besuchen, gibt, ich glaube, 20 Punkte oder sowas. Vortrag auf der NI Week würde 30 Punkte geben. Also mit 30 Punkten bin ich schon über der Hälfte drüber, klar. Wenn man Aufgaben einreicht für irgendwelche Zertifizierungsprüfungen und die werden dafür gut befunden, dann sowas. Man kann theoretisch sogar eine komplette Prüfung einreichen für ein CTD oder CLA, CLD, CTD, CTA. Mhm. Und wenn diese Prüfung dann angenommen wird, dann gibt es auch Punkte dafür. Okay. Beta-Test gibt es auch noch, wenn man teilnimmt und da was irgendwas richtig. Und das da habe ich es geschafft, meine Testend-Rezertifizierung irgendwie zu machen, weil es gibt ja keine so Testend-Summits, wo man dann so Punkte reinklotzen kann wie bei LabVIEW. Nee, aber du dann habe ich halt ein bisschen Meta getestet, ja. Ja, das kann man machen. Du kannst aber auf der anderen Seite dich auch. Es gibt ja in der Zwischenzeit in England drüber die UK Tech, die das Stream leitet. Genau. Ja. Das geht ja schon mal in die Richtung. Und ich sage mal, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass auch der normale Besuch einer LabVIEW User Group für die Test- und Zertifizierung ansetzbar ist. Ich kann demnächst berichten, ich muss demnächst schon mal wieder eine Sammelbestellung machen, sozusagen. Und da werde ich die Wüluk mit Sicherheit auch ansetzen. Mhm. Das heißt, an der Stelle, Jörg, das meldest du alles weiter, gell? Dass die Teilnahme, genau, oder soll ich dich da lieber nochmal auf CC setzen zur Bestätigung? Also das solltest du auf jeden Fall machen wahrscheinlich, weil es dann nochmal zur Sicherheit dient. Ich habe es vorhin erwähnt, dass ich in Zukunft gerne das so handhaben möchte, dass die Registrierung oder die Teilnahme wieder über die Registrierung bestätigt wird von Eventbrite. Dann brauche ich nämlich keine händische Liste zu führen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir eigentlich über 50 Registrierungen hatten und knapp 30 Teilnehmer nur unter Anführungsstrichen, dann ist das eigentlich auch nicht das richtige Prinzip. Das heißt, da muss ich nochmal überlegen, was wir da gemeinsam am besten tun können, damit es einfach geht und ohne viel Aufwand. Weiß ich noch nicht. Und insofern, bis zu der Wüluk 09, also die vor der letzten, habe ich die Listen immer händisch geführt und dann auch nochmal abgehakt, wer war da und wer war nicht da. Aber wenn das so viele Teilnehmer sind, dann ist das natürlich eine mühselige Arbeit, für die mir jetzt die Zeit mittlerweile fehlt. Und deswegen ist die Frage, wie das mit dem Melden jetzt am besten gehen kann. Vor allem, wenn es nicht physisch ist, da hätte man noch eine Liste hinlegen können, so wie es jetzt ist. Wie gesagt, jetzt noch einmal muss ich überlegen, wie man das am besten hinkriegen kann, dass es einfach geht. Genau. So, ich habe gerade in den Chat hineingepostet zwei Links zu Informationen zur Zertifizierung und Rezertifizierung. Der Sebastian schreibt jetzt gerade noch, während der Wüluk-Session irgendeinen Link präsentieren, auf zum Beispiel Eventbrite oder was auch immer. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, man kann wohl neuerdings aus Teams heraus die Teilnehmerliste exportieren. Das könntest du dir mal angucken. Oh, okay. Das ist interessant. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Weil das ging, glaube ich, oder ich habe es in der Vergangenheit nämlich nicht geschafft.
Teilweise kann man es erkennen, wenn man sich den Chat anschaut und sieht, wer hat betreten und verlassen, aber auch das ist mühsam. Wenn die Liste rausputzelt, das ist natürlich cool. Dann, das würde das Problem lösen, tatsächlich. Genau. Danke für den Tipp. So, und zu den Zertifizierungen selbst jetzt nochmal zurück. Warum soll man sich zertifizieren lassen? Das ist ein bisschen eine knifflige Frage, weil man kriegt nichts gratis deshalb. Zum einen ist es, glaube ich, persönliches Renommee, hilft vielleicht auch bei der Jobsuche oder Verhandlung möglicherweise. Das hängt jetzt von dem Unternehmen ab. Wer sich auskennt, der weiß, dass man die Zertifizierung entweder durch Wissen oder durch sehr gezieltes darauf Vorbereiten erhalten kann, ohne dass man weiß, worum es geht. Insofern ist das nur keine endgültige Aussagekraft da dahinter, aber tendenziell natürlich schon. Und ich denke, im Speziellen für den CLA war es früher so, dass man damit eben zu diesen CLA-Summits, an diesen CLA-Summits teilnehmen durfte. Die wurden jährlich einmal in USA und einmal in Europa an wechselnden Standorten veranstaltet. Und dort kamen dann zwei Tage lang eben diese CLAs zusammen mit sehr viel Personal von NI, auch aus der R&D-Abteilung. Und das war zum einen extrem lustig, zum anderen extrem interessant, da auch zwei Tage lang Vorträge zu hören. Aber das ist momentan wirklich gerade dabei, sich extrem aufzuweichen. Das heißt, wir hatten zum einen die GDEFCON als durchaus hochkarätiges Event, das auch ohne Zertifizierung zugänglich war. Und jetzt natürlich in diesem Jahr haben wir gesehen, was alles online möglich ist. Und natürlich den Spaß, den man vor Ort hat, den haben wir jetzt so nicht. Aber die Inhalte, die kriegt man aktuell definitiv alle auch online rüber, weil auch jeder natürlich von den Leuten, die da sonst auf der Bühne stehen, die sind noch immer gierig zu präsentieren. Dann machen wir das halt online. Insofern ist jetzt dieser größte Vorteil von dem CLA, den ich gesehen habe, ein bisschen verwaschen. Und was noch oben drauf kommt, ist, dass die CLA-Summits, so wie sie in der Vergangenheit waren, denke ich mal, in der Zukunft auch nicht mehr stattfinden werden, weil auch ein NI das jetzt gesehen hat, dass es halt auch anders geht. Es gibt in diesem Jahr den GLA-Summit, den Global LabVIEW Architects Summit, wie er heißt, der ist jetzt im November. Das ist ein 24-Stunden-Event, wo rund um die Welt präsentiert wird. Und der ist im Prinzip der Ersatz für den CLA-Summit. Und der Ersatz ist so inoffiziell, dass sogar der Name nicht mehr der gleiche ist. Deswegen weiß ich nicht, ob der Vorteil noch anhält. Aber abgesehen davon bleibt natürlich einfach die reine Tatsache, diese Zertifizierung zu haben und das für sich selbst verbuchen zu können. Ich weiß jetzt von denen, die zertifiziert sind, was habt ihr noch auf eurer Vorteilsliste eventuell? Also nicht viel, die meisten fragen nicht danach. Wenn du den CPI machen möchtest, dann brauchst du eine Zertifizierung, was ja auch Sinn macht. Ja. Aber ansonsten, sagen wir so, die zumindest im europäischen Raum wird darauf relativ wenig Wert gelegt. Mein Empfinden. Eine Sache ist noch, wenn man Alliance-Partner werden will, dann braucht man in der Belegschaft je nach Level eine gewisse Anzahl von zertifizierten Personen. Und für das Center of Excellence dann sowieso, oder das heißt sowieso, auch für das Center of Excellence, auch da macht es Sinn. Aber das sind jetzt eher unternehmerische Gesichtspunkte und weniger für die einzelne Person. Das heißt, aber gut, was für Vorteile hat man bei jeglicher anderer Fortbildung oder Zertifizierung? Auch da ist es eben das Gleiche wieder, könnte ich mir vorstellen. Für mich ist ganz klar, dass ich gern hätte, dass alle in unserem Team das machen. Das heißt, der Manu hat es ja schon lange und der Alexander wird auch darauf hinarbeiten natürlich. Und das vor allem deshalb, um diese Situationen kennenzulernen und auch das Wissen auf den Prüfstand zu stellen tatsächlich. Und falls es in Zukunft wieder zu einem CLA-Summit kommt, damit wir dort einfach gemeinsam hinreisen können. Inhaltlich, wie gesagt, der CLD, darauf ausgerichtet, dass man schnell gut Aufgaben umsetzen kann. Da hat der Manu einen sehr interessanten Blogpost dazu geschrieben, den will ich auch noch hier reinkopieren. Hat dort relativ gut beschrieben, worum es geht, wie es ihm dabei ging, wie er sich auch vorbereitet hat. Ich glaube, das kann eine gute Hilfe sein, wenn ihr euch das anschauen wollt. Da sind auch die Beispielprüfungen zum Beispiel verlinkt.
die man da durchmachen kann, um sich ein Bild davon zu verschaffen, was dort eigentlich gefragt wird. Und für den CLA ist es im Prinzip ähnlich. Auch da gibt es Beispielprüfungen, die man sich anschauen kann. Wenn man die durcharbeitet, dann kann man sich auf das einstellen. Alternativ kann man einfach sagen, ich habe schon immer mit, keine Ahnung, Struktur XY gearbeitet, mit einem Beispielprojekt, das bei LabVIEW im Lieferumfang mit dabei ist, dann kann man auch das verwenden. Man kann sich aussuchen, ob man objektorientiert oder nicht objektorientiert arbeiten will. Aktuell kann man auch aussuchen, ob man NXG oder Current Generation verwenden will. Was man nicht verwenden darf, ist eben alles, was nicht out of the box dabei ist bei LabVIEW. Man darf auch nichts mitbringen, leider. Auch das ist ein bisschen ein Pferdefuß, weil wenn man, wie wir zum Beispiel, mit DQMH arbeitet, dann ist es sinnlos, die Zertifizierung ohne DQMH zu machen, weil so würden wir im echten Leben auch nicht arbeiten. Aber wiederum ist da die Frage, wie kann man es allen recht machen? Das geht halt nicht. Manu, hast du vielleicht noch was zu berichten? Ich glaube, du hast schon ziemlich alles gesagt. Zu meiner Erfahrung aus der Vorbereitung für den CLA ist auf jeden Fall nicht das Wichtigste, mal die Aufgaben anzuschauen. Und die verschiedenen Aufgaben, die haben verschiedene Lösungsansätze von der Architektur und der Struktur her. Also wie du gesagt hast, OOP oder Message Handler und so weiter. Ich glaube, Actor Framework wird auch irgendwo genutzt. Und sich halt am besten auf eins einzuschießen und überlegen, wie kann ich meinem Wissen und mit dem, wo ich täglich arbeite, am besten die Aufgaben lösen. Und ich habe dann halt den Qt Message Handler genommen, weil das an DQMH am nächsten rankommt. Und dann ging das auch einigermaßen. Hat das ganz gut funktioniert. Ja. Dann nicht mehr lang rumüberlegen bei der Prüfung, sondern in die Tasten hauen und die Maus schupfen. Ich glaube, das ist auch so die wichtigste Erfahrung von beiden Prüfungen bei mir, dass einfach die Zeit, am Anfang denkt man immer, man hat ewig viel Zeit, 4 Stunden, und zum Schluss ist es unglaublich wenig Zeit. Würdest du denn sagen, dass du inhaltlich auch wirklich viel gelernt hast bei der Vorbereitung? Also beim CLD auf jeden Fall. Einfach durch das Anschauen der Übungsaufgaben. Da habe ich noch ein bisschen was gelernt und ein bisschen was gesehen, wie man Sachen Lösungen, wie man Probleme lösen kann. Beim CLA-Prüfung weniger. Das war dann wirklich nur eigentlich versuchen, die unsere Hampelsoft-Architekturen und Lösungsansätze mit DQMH irgendwie auf die Aufgabenstellung runterzubrechen und mit den Möglichkeiten umzusetzen, die es dann bei der Prüfung gibt. Okay. Mhm. Was man auch tun kann, ist sich anschauen, wie das Bewertungsschema ist. Das heißt, man kann, ich weiß nicht, wie viele Punkte bekommen? 70? Oder? Ich glaube, jetzt sind es 100 und 70 brauchst oder 80 andersrum. Brauchst oder so irgendwie. Genau, ja. Ja, 70, also, ich glaube, 70% oder 70 Punkte ist auf jeden Fall das Minimum zum Bestehen. Also man kriegt eine gewisse Anzahl an Punkten und die werden aufgeteilt auf verschiedene Themen. Bei CLD und bei CLA ist es unterschiedlich gewichtet, aber zum Beispiel gibt es, was weiß ich, zum Beispiel 15 Punkte für Dokumentation. Das heißt, es ist wichtig, dass ich meine Kommentare setze etc., dass das gut passt. Dann gibt es irgendwie vielleicht aber nur 10 Punkte für Funktion bei der einen Prüfung. Das heißt, im Prinzip ist gar nicht so wichtig, dass das alles funktioniert, sondern es ist wichtiger, dass ich es gut beschrieben habe. Das heißt, da muss man sich auf jeden Fall anschauen, wie da die Bewertungskriterien definiert sind. Und dann kann man eben dementsprechend sich auch die Zeit einteilen. Und Zeitmanagement ist definitiv das Wichtigste. Das haben wir jetzt eben ein paar Mal erwähnt. Die 4 Stunden sind einfach sehr kurz für das, was zu tun ist. Zum einen muss ich wirklich wissen, wo ich die Sachen finde auf der Palette oder im QuickDrop, die ich brauche. Zum anderen muss ich mir schon vorher am besten überlegt haben, welche Struktur ich verwende. Und die Aufgaben sind natürlich ähnlich. Das heißt, das eine ist eine Waschstraße, wo man dieses Programm mit reinfahren, spülen etc. abbilden muss. Das andere ist vielleicht eine Kaffeemaschine. Ein anderes Thema wäre möglicherweise ein Geldautomat. Aber die alle haben ähnliche Dinge, wo man einen Status und eine Zeit irgendwie mit abbilden muss. Und um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, wenn ich mir vorher anschaue, wie ich einen Timer VI machen kann, mit dem ich eine gewisse Zeitspanne abtackern kann, und das kann ich dann in 3 Minuten runterrattern aus dem FF, dann ist das was, was mir zum Beispiel hilft. Dann muss ich an der Stelle nicht mehr überlegen. Und wenn man sich ein paar von den Beispielen anschaut, von den Beispielprüfungen, dann sieht man auch gleich, was sich dort wiederholt.
Und dann hat man relativ gute Karten, glaube ich, da reinzugehen. Ich glaube aber auch, dass die Zertifizierungen tendenziell dazu da sind, den Status abzufragen und weniger jetzt etwas zu lernen, weil dafür andere Formate besser geeignet sind. Also insofern ist jetzt Zertifizierung zu machen, um etwas zu lernen, ein Weg, aber der ist jetzt halt in der Dokumentation und in den Beispielen etc. so nicht wirklich abgebildet. Ja gut, und eine Zertifizierung macht noch keinen guten Programmierer bzw. Architekten. Sehen wir, das ist noch genug. Dazu. Ja, genau. Meine Frage wäre jetzt, und die zielt jetzt aufs nächste Mal ab, weil wir für dieses Mal, wie gesagt, nichts vorbereitet haben, macht es Sinn, sich ein so ein Beispiel gemeinsam anzuschauen? Gibt es dafür genug Interesse? Oder soll man das nochmal vielleicht in den Doodle mit reinnehmen und schauen, wie viele Punkte das kriegt? Weil das könnte man schon machen, dass man das gemeinsam mal durchspielt. Da muss man auch gar nicht viel vorbereiten wahrscheinlich, sondern wir schauen uns das gemeinsam an. Aber jetzt, wo ich es vorschlage, würde ich sagen, wir geben es in die Abstimmung und schauen, wie viele Stimmen das bekommt fürs nächste Mal. Und dann kann man das ja noch überlegen. Gut, gibt es noch weitere Fragen vielleicht zur Zertifizierung? Kosten tut es auch was noch dazu. Das kommt noch oben drauf, fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube 250 Euro Prüfungsgebühr, wenn ich mich richtig erinnere. In Deutschland werden die Prüfungen in München, in dem Schulungszentrum auf jeden Fall abgehalten. Wenn man genug Teilnehmer hat, dann war es in der Vergangenheit so, dass man auch jemanden von NI ins Unternehmen kommen lassen konnte. Das heißt, für uns hätte man es vielleicht so handeln können, dass wir sagen, wenn 20 Bülugger das machen, dann kommt NI zu uns. Wie das jetzt momentan ist mit den ganzen Regelungen, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jetzt Zertifizierungsprüfungen abgehalten werden. Es gibt anscheinend möglich, sogar den CLD online, also bei sich zu Hause zu machen, aber das ist dann irgendwie ein spezielles Tool mit Webcam und muss alles stimmen und da sitzt dann irgendwann im Zentrum einer, der dann quasi aufpasst, dass du nichts Illegales machst. Und okay. Aber da finden sich im Forum ein paar Horror-Stories, dass dann manchmal es gibt da so Anlaufprobleme, dass dann das manchmal doch nicht so gut geklappt hat. Das wollte ich jetzt auch kurz sagen, das habe ich auch gehört, dass das die verschiedensten Dinge falsch gegangen sind, vom menschlichen bis zum technischen. Das heißt, das kann man vielleicht dann machen, wenn man sagt, ich probiere es einfach. Der Chef zahlt es mir eh. Und wenn es nichts wird, dann ist mir auch wurscht. Aber vielleicht wartet man jetzt einfach nochmal ein paar Monate zu und schaut, wie sich das entwickelt. Also würde ich auch empfehlen. Ich mache gerade aktuell einen Remote-Test-Kurs, also halt den als Teacher mit dem Adobe Connect und mit irgendwelchen virtuellen Maschinen, die irgendwo in der Cloud drin liegen. Also die erste Stunde von dem Kurs geht im Grunde mal drauf, alle Teilnehmer so weit zu haben, dass dann die virtuellen Maschinen auch laufen, dass dann gegebenenfalls die lokale Corporate IT noch irgendwelche Ports aufmacht. Und also ich würde mir sowas nicht geben, weil der Stress wäre mir eigentlich, oder die Stress und die Ablenkung vor der Prüfung, um die Prüfung überhaupt zu machen, wäre mir im Moment zu groß. Ich gehe davon aus, dass er ähnliches System ist. Würde einfach nicht machen, ganz ehrlich. Ja. Okay. Okay. Wie gesagt, mehr fällt mir jetzt momentan eigentlich nicht ein. Für mich waren beide Zertifizierungsprüfungen relativ kurzfristige Sachen. Und bei der einen dachte ich, das war ja easy und habe ich hier echt brilliert. Ich glaube, beim CLD war das. Und dann habe ich irgendwie 71 Punkte gehabt, also gerade und gerade geschafft. Und beim CLA bin ich dann hingegangen, hat Projektstress und war schlecht vorbereitet und habe dann gedacht, okay, das Hotel habe ich gebucht und am Weg von Österreich nach Hause bin ich auch schon, bleibe ich halt stehen und mache das. Und war mir sicher, dass ich es nicht geschafft habe und dann hatte ich irgendwie relativ viele Punkte. Also irgendwie 90 oder irgend sowas. Also Streber. Es war für mich nicht ganz transparent, wie jetzt mein Gefühl zu dem tatsächlichen Ergebnis stand, aber es haben beide geklappt und das war natürlich das, was zählt an der Stelle. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es auch von der Tagesverfassung einfach abhängt, ob man dann Pech hat oder ein Glück hat an dem Tag. Gut. Damit würde ich sagen, sind wir mit unserem Programm heute durch tatsächlich. Ging schneller als sonst.
Ich, ja. Rational, Pizza fehlt halt. Genau, das Futter hat gefehlt, die Essenspause. Überhaupt ist es natürlich jetzt zwei, wie soll ich sagen, da hat man so ein Janusgesicht, ein lachendes und ein weinendes Auge, weil es ist schon praktisch, wenn man jetzt nicht irgendwo hinfahren muss. Manche haben ja wirklich eine weite Anreise dann teilweise. Auf der anderen Seite ist das, sitzt man eh schon den ganzen Tag allein im Homeoffice oder allein im Büro. Jetzt ist dieses Event auch noch, sitze ich wieder allein hier im Büro. Mir geht das schon ein bisschen ab, kann ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn man guten Gewissens wieder zusammensitzen kann. So wie es momentan ausschaut, wird es nicht bei unserem nächsten Treffen sein im Januar. Aber da sind wir schon guter Hoffnung, dass das eines Tages wieder passiert. Was wir uns natürlich vornehmen könnten, wäre gemeinsam eine Pizza zu bestellen, jeder für sich. Aber wie das zeitlich funktioniert, da wissen wir es auch nicht. Insofern alle gemeinsam Pizza backen. Das wäre mal was anderes, ja. ob jeder eine Webcam in seine Küche bringt. Eigentlich braucht man nur das Notebook hinzustellen. Vlog Baking Edition. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal im Forum abstimmen. Schauen, wie viele Bäcker unter uns sind. Ich würde es gern eher so vorschlagen, dass wir, wenn wir uns wieder treffen, treffen wir uns bei dir alle und du backst für uns alle. Wie wäre das? Ja, klar. Na gut, ja. Probieren musst du es. Katzenkekse oder so irgendwas. Probieren musst du es. Gut, dann sind wir jetzt durch unser Programm durch tatsächlich. Haben nichts weiteres mehr. Ich fand es für mich persönlich tatsächlich super interessant heute. Zum einen die Python-Sachen und auch war es nochmal gut, das Desktop Execution Trace Toolkit von Thomas zu sehen. Hat mich wieder daran erinnert, dass das durchaus cool und brauchbar sein kann. Da sollten wir echt schauen, dass wir das öfter verwenden, wenn wir da an irgendwelchen Stellen forschen und suchen. Abgesehen davon fand ich es auch ganz nett, wieder einen externen Vortrag zu haben. Das finde ich auch ganz spannend, da von außen Input zu kriegen und die Ressourcen zu verwenden, die uns zur Verfügung stehen. Das würde ich auch beim nächsten Mal wieder versuchen. Ich weiß jetzt noch nicht, zu welchem Thema das sein wird, aber dass wir wieder irgendwen finden, der uns da was Schönes vorträgt. Ansonsten, glaube ich, gibt es noch Feedback von eurer Seite? Hat heute irgendwas nicht gut funktioniert? Ich hatte das Gefühl, technisch war es eigentlich ganz gut diesmal. Chat hat funktioniert. Kameras gehen. Ton war dann doch gut. Alles top. Sehr gut. Ja, passt. Danke. Nochmal danke fürs Organisieren, Jörg. Ja, gerne. Diesmal habe ich, wie gesagt, hatte ich weniger Zeit. Deswegen ist es jetzt auch ein bisschen kürzer als sonst. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir auch alle froh, wenn wir schon mal um 8 Schluss machen können. Ist kein Problem, ich muss noch einkaufen gehen. Okay, in Würzburg kannst du es vergessen. In Würzburg also ist nichts mehr mit einkaufen. Jörg, von der Zeit her finde ich es so eigentlich ganz schön. Du musst ja nicht immer bis um 10 oder so hinausziehen. Ich meine, wenn es nichts ergibt und es ist so interessant, dann ist es halt schwierig mit dem Schluss machen, aber wenn wir um 8 fertig sind, dann glaube ich, macht es auch nichts. 3 Stunden sind auch schon lang gewesen. An der Stelle würde ich mich jetzt bei euch bedanken für eure Zeit und für euren Input. Im Speziellen natürlich Dani und Manu und Thomas und alle anderen, die Wortmeldungen gebracht haben. Danke für das. Und falls ihr an der VLAMP jetzt doch noch Gefallen gefunden habt, ihr dürft auch noch später dazu stoßen. Ihr dürft auch gerne nur einmal draufschauen und dann wieder weggehen. Das sind wir ganz offen. Deswegen ist es ja ein Open-Source-Projekt. Wenn der doch noch jemand Interesse hat, dann freuen wir uns natürlich drüber. Und dann bleibt noch zu sagen, wir haben ein paar Events, die anstehen, den besagten GLA Summit. Falls ihr den noch nicht am Schirm hattet, da solltet ihr mal schauen. Da ist ganz sicher irgendwas auf der Agenda, was euch interessiert. Ich habe nur online, ich habe gerade geguckt gehabt. Ach, ist noch nicht, okay. Nee, du kannst ja immer noch Präsentationen einreichen, obwohl Präsentationsschluss ist. Irgendwas scheint dann das Update denn funktioniert zu haben. Ich glaube, das Problem ist, dass sie gern weltweit Präsentationen hätten und in Asien und Australien in der Zeitzone haben sie jetzt zu wenig. Okay. Und sie hätten halt gern gehabt 24 Stunden lang Programm, so wie ich es verstanden habe.
werden wir sehen. Jetzt, mir haben sie angeboten, dass ich bei einem Panel mitmachen kann. Das wäre um 1 Uhr morgens bei unserer Zeit. Habe ich gesagt, Topic ist dann Insomnia. Ja, genau. Selbst für mich unorthodox. Aber nichtsdestotrotz, also sobald die Agenda online ist, bin ich mir sicher, dass da ein Haufen interessante Sachen draufstehen. Das ist am 9. November, 9. und 10. Das steht an. Und dann gibt es noch diverse andere User Group Treffen, die immer wieder stattfinden. Also da gibt es momentan sehr vieles für, wie sagt man da, ja, für einen guten Preis, nämlich gratis, wo man sich verschiedenstes Wissen etc. ziehen kann. Ich habe morgen am Abend noch eine Präsentation, das heißt LabVIEW Live. Das ist von einer amerikanischen User Group. Da geht's, der Titel ist, glaube ich, Inheriting LabVIEW Mess oder so in die Richtung. Da kann ich euch auch noch natürlich ganz herzlich dazu einladen, wenn ihr morgen am Abend schon wieder LabVIEW haben wollt. Das geht von 6 bis 8, das ist auch eine christliche Zeit. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, genug Zeit totgeschwafelt. Den Rest posten wir ins Forum hinein, machen unsere Abstimmungen und ich hoffe, wir sehen uns online dann im Januar spätestens wieder oder hören uns. Alles klar. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Schönen Abend noch. Danke, und bleibt gesund. Ja. Vielen Dank, Jörg. Ciao. Ciao. Ciao an alle. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Danke. Ade, gute Nacht, Jörg. Ciao, Ralf. Ciao, Willi. Ciao, Robert.